Die größte Herausforderung, vor der ich gerade noch stehe, ist, ich habe versucht, einen Post zu machen auf Twitter, dass ich live bin, aber ich sehe meine Tastatur nicht. Ja, es ist, wir gucken einfach mal, was ankommt. Ja, also ich hätte jetzt einfach ein bisschen so, das ein bisschen gecheatet und jetzt habe ich einen Helm auf, der aussieht wie eine Mütze, aber dafür sehe ich ein bisschen was. Ein bisschen was sehen finde ich eigentlich auch ganz gut. Also man muss tatsächlich bei Pia ja sagen, dass wenn sie krank wäre, wie ich sie kenne, beißt sie sich trotzdem durch. Ich habe mit dieser Frau schon gestreamt, nachdem sie direkt am Abend davor von einem Pferd getreten wurde. Und ich so, ja, Pia, alles gut, komm, wir streamen, fällt halt morgen aus, passt schon. Nee, ich bin jetzt heute Abend im Krankenhaus, morgen bin ich am Start. Also, ne, die sieht nicht nur aus wie eine Ritterin, die ist auch eine. Knallhart, die Frau. Ich fühle mich mehr wie eine Dose gerade. Einfach. Ich fühle mich mehr wie so eine große, volle Dose mit österreichischen, steirischen Käferbohnen. Kennt ihr Käferbohnen? Nee. Käferbohnen, es klingt ekelhafter, als es ist. Es sind echt nur Bohnen, es hat nichts mit Käfern zu tun. Man nennt die nur Käferbohnen, weil die sehr groß sind und so kleine schwarze Punkte haben und deswegen erinnern sie an Käfer. Und das ist eine Delikatesse in der Steiermark und daraus gibt es den geilsten Salat. Das ist gut zu wissen. Das wissen wir jetzt. Dankeschön, Winzer, für die 35 Monate. Hab, glaube ich, nichts verpasst, würde ich sagen. Dankeschön. Ja. Besiegte Spieler, glaube ich, wolltest du drei einstellen? Genau, ich würde jetzt mal auf das Spiel schalten und euch zeigen, was Sache ist hier und eine kurze Erklärrunde machen. Sehr gerne. Denn, liebe Leute, wir spielen Knights of Honor 2 Sovereign, den neuen Grand Strategy-Titel von THQ Nordic. Hashtag Werbung in Kooperation mit dem Publisher. Gucken wir uns das heute an im Ränkespiel. Das Ränkespiel, ich gebe zu, es hat zu lange Pause gemacht. Es ist aber immer noch ungebrochen das beste Strategiespielformat auf Twitch, weil hier die besten Leute sich nobel und ehrbar auf dem Feld begegnen und so nebeneinander her existieren und sich niemals irgendwas Böses tun würden, bis wir nach 6 Stunden durch sind. So läuft das, wie jeder weiß, hier heute in Knights of Honor. Und wir spielen, ihr kennt das Setup inzwischen, aber es bietet sich einfach immer sehr gut an für solche Events. Wir sind mal wieder Vasallen im Heiligen Römischen Reich in Deutschland diesmal. Das ist wie eine Zeitreise. Irgendwie begegnen wir uns immer im Heiligen Römischen Reich und irgendwer wird uns nachher herrschen. Richtig. Déjà-vu. Und wir haben uns entschieden, dass wir diesmal Vasallen mit 2 Provinzen spielen. Und das heißt, es gibt noch ein paar kleinere, schwächere, an denen wir uns laben können. Zum Beispiel hat Pia, die hier startet in Korinth, hat zufälligerweise, als hätten wir es so ausgewählt, Österreich neben sich, dass sie, wenn sie so geneigt wäre, vielleicht schlucken könnte. Während bei mir. Das heißt befreien. Befreien, in der Tat. Dem Lichte zuführen. Also während ich. Sie hat nicht nur Österreich, ne? Sie hat Kroatien, sie hat Tirol. Die kann sich richtig ausbreiten. Das ist ja voll nice. Mal der beste Startort. Die kann richtig snacken. Das stimmt. Ich hier in Lothringen, Grenze an Frankreich und auch noch an das, wenn ich das richtig sehe, unabhängige Luxemburg. Das ist sicher eine gute Position für das unabhängige Luxemburg. Über mir ist der gute Sepp in Sachsen. Hallo. Könnte sich zum Beispiel auch nach Luxemburg wenden, könnte sich nach Holland wenden, das auch sehr klein ist. Könnte vielleicht Flandern, die Champagne ist da auch noch. Also es gibt einiges. Und dann ist daneben der gute Steinwallen in Meißen. Ihn lacht sicherlich Brandenburg da oben an und darüber dann Pommern. Wer weiß, wenn er noch etwas mehr wächst, vielleicht auch sogar Böhmen. Wir sind alle in Deutschland. Deutschland ist hier so ein bisschen, hat recht viele Ländereien, die so durch unsere geteilt werden. Mal schauen, ob das Deutschland zum Vorteil gereicht. Ich bin sicher, es wird überhaupt nichts Böses passieren und niemand wird Deutschlands Ländereien begehren. Das ist absolut kein Problem. Wir werden im Mittleren, es gibt 3 Startzeitalter, wir spielen das Mittlere. Jedes verändert so ein bisschen die politische Landkarte. Und ich bin sie alle durchgegangen. Und hier gab es die meisten Kleinprovinzen in Deutschland, dass man am meisten sich ein bisschen darum balgen kann. Wenn man größere Königreiche wählen könnte, die meisten Einstellungen lassen wir einfach auf Standard, aber dann könnte man tatsächlich auch witzigerweise zum Balancing sagen, die werden alle runterskaliert. Also man könnte auch sagen, England, Deutschland, Frankreich, Polen, aber alle mit 4 Provinzen zum Start oder sowas. Mhm. Das ist für Multiplayer ganz nett. Das ist cool.
Historisch etwas schwieriger, aber fürs Spiel halt cool, ne? Details. Ich fand aber für heute machen wir mal ein recht bewährtes Setup, weil da auch alle ganz gut so auf einem Haufen sind, anstatt dass wir so weit auseinander sind. Aber trotzdem, dieses Spiel hat einige interessante Einstellungen für solche Multiplayer-Events, die man potenziell ausreizen kann. Hauptgrund, warum wir das heute noch nicht vollständig machen, ist, dass wir selber erstmal ein bisschen ein Gefühl kriegen wollen, wie weit kommt man denn in einem Multiplayer-Abend bei dem Spiel? Wir haben es schon ein bisschen vorher gespielt, aber entdecken den Vierspieler-Multiplayer heute mit euch gemeinsam. Es gibt zum Beispiel auch, was auch sehr interessant ist potenziell, den kleinen Sieg, das irgendwie gewinnt, wer zuerst so und so viel Gold sammelt oder das erste Königreich auslöscht und sowas. Aber auch das, nicht, dass dann entweder nach 3 Stunden schon vorbei ist oder wir hier 9 Stunden spielen. Deswegen spielen wir doch auf die klassische Ingame-Siegbedingung, die schauen wir uns gleich an, auf die Prestige-Punkte, also auf die Ruhm-Punkte. Es gibt eine Ingame-Rangliste. Man kann aber auf unterschiedliche Weise da emporklettern. Also es gibt, das hat Steinwald auch schon angedeutet, es gibt Handel, es gibt Krieg, es gibt Wissen, die alle dir Prestige in ihren Bereichen bringen. Und da kann man sich das dann näher anschauen. Die eine Sache, die wir einstellen, ist, wir machen das Gold auf sehr hoch, damit man auch als Kleinreich am Anfang damit man direkt ballern kann, genau. Und wir machen die maximale Zahl an Neuwahlen für besiegte Spieler. Wenn man rausfliegt, darf man 3-mal ein Königreich neu wählen. Ich hoffe, so weit werden wir heute nicht kommen. Sollte das jemandem passieren, dass er von der KI vernichtet wird, zum Beispiel. Dankeschön, Lex Candy. Steinwald. Das ist die leichte Schulter. Ja, tatsächlich. Also die KI kann da auch sehr hart sein, meinst du? Also allgemein ist man, wo man wirklich sich umdenken muss, der Krieg ist nicht so ein leichtfertiges Ding wie in Crusader Kings. Weil auch dein ganzes Volk findet das dann nicht so geil, kommen wir gleich noch dazu. Und solltest sicher sein, dass du auch gewinnen kannst. Sollte jemand rausfliegen, müssen wir halt ein bisschen gucken, dann werden wir versuchen, ein neues Königreich in der Nähe zu finden, das vom Stärkelevel her dann aber am unteren Ende der Spieler ist. Also wenn dann wir werden dann nicht so einen, so stark wie der stärkste Spieler, weil du bist rausgeflogen, ein bisschen eine Strafe muss es ja dafür geben, aber es soll natürlich jeder weiterspielen können. Wir werden ein bisschen gucken müssen natürlich, was sich halt ergibt. Weil wir können dann auch nur aus denen wählen, die es halt gerade gibt, die KI ja auch aufgebaut hat. Und wir wollen jetzt nicht irgendwie sagen, okay, das Einzige, was ungefähr stärkemäßig passt, ist irgendwo in Byzanz. Deswegen spielst du jetzt am anderen Ende der Welt, ist ja auch Quatsch. Da müssen wir halt dann flexibel sein. Wie immer ist das Ränkespiel nicht darauf ausgelegt, sich halsabschneiderisch möglichst schnell rauszuhauen. Darum soll es hier nicht gehen. Aber natürlich schon darum gehen, der größte König von allen zu werden. Dann bin ich jetzt aber falsch hier. Ich habe jetzt schon damit gerechnet, dass ich euch jetzt rausmobbe und ihr danach nie wieder Bock habt, mit mir zu zocken. Das Gute ist, wenn du das machen würdest, wären Steinwald und ich ja so lange sicher, bis du es bei Sepp gemacht hast. Deswegen, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Oder Steinwald, ein bisschen ganz halsabschneiderisch heute, ist doch okay. Ich habe das Gefühl, wollen meine Zuschauer sehen. Ich habe das Gefühl, die Vorgeschichte dieses sehr altbewährten Ränkespiel-Aufstellungsteams ist mittlerweile schon so lang und so gefüllt vernarbt von Elefanten und Sand und Wüste und all den anderen Dingen und Päpsten und alles. Ich wollte gerade sagen, der Papst, der ist auch heute wieder mit dabei. Das ist toll. Es gibt auch Kreuzzüge, aber man kann auch exkommuniziert werden. Das freut mich aber, das ist ja toll. Aber immerhin, Pia, du musst es so sehen, du spielst ja heute keine Frau. Und als Mann kannst du dir ja jede Sünde erlauben, die du willst. Du weißt doch, wie das funktioniert. Ja, wir sind ja auch gerade quitt, ne? Also eigentlich war es ja so, Sepp hat ja quasi ordentlich auf den Putz gehauen mit den Elefanten. Dann hat er es richtig hart übertrieben mit der Exkommunikation. Dann hatten wir Dune und dann habe ich mich revanchiert und jetzt sind wir eigentlich... Das ist noch ein neues Kapitel, da war ich nicht dabei. Erzähl noch mal kurz. Also bei Dune bin ich irgendwann im Laufe des Spielverlaufs draufgekommen, dass ich zu schlecht für dieses Spiel bin, aber dass ich auf jeden Fall auch dafür sorgen kann, dass Sepp nicht weit kommt. Keinen Spaß haben wird. Wow, okay. Ich hab dich die ganze Zeit gepiesackt. To be fair, du hast begonnen, du hast mir ein Stück Land geklaut und ich wollte es wieder zurückhaben. Dann, Sepp, wie würdest du die moralische
Waagschale gerade einschätzen? Also seid ihr die moralische Quint, oder? Waagschale noch so einschätzen, dass Pia noch ein bisschen was gut bei mir hat. Oh. Weil ich, also der Papst war schon. War schon top. Also auf so einer Skala war das schon ein S-Tier-Move. War das. War schon sehr hart. S steht hier für schäbig in dem Fall. Ja. Ja, gut. Okay. Bin ich mal gespannt, ob wir heute bei rauskommen. Dankeschön, Juster, und für die 21 Monate. Also streng genommen ist ja, glaube ich, auch. Dankeschön. Also Steinwallen hat seit dem Ränkespiel, wo ich ihn durch Mord fast rausgekegelt hatte, ich glaube, letztlich hat ihn dann Denzel rausgekegelt, aber ich habe es schon sehr möglich gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Hat eigentlich noch nie irgendwas getan, was ausreichend schlimm wäre, dass ich sagen könnte, wir sind quitt. Also eigentlich schuldig aber Steinwallen seit Ewigkeiten moralisch was, oder? Aber du redest doch laufend nicht schlecht. Wie kommt das denn? Ja, weil du ja trotzdem ein Schurke bist. Also, dass ich noch schlimmer bin, hat ja ich habe ja, weißt du, nichts gegen die Wahrnehmung, wenn alle Leute sagen würden so, ja, Maurice ist schlimm, aber der Steinwallen ist schon auch ein Sack, würde ich sagen, okay, das ist fair. Aber es ist ja immer, Maurice ist schlimm und Steinwallen ist total ehrbar. Und ich wehre mich einzig und allein gegen diese Darstellung, weil das ist halt eine Lüge. Aber auch nur der zweite Teil, nicht der Maurice ist schlimm Teil. Es geht ja hier um Fakten. Na gut, mal sehen. Man kann ja auch richtig Ränkespiel betreiben, ne? Den Spion habt ihr vielleicht schon kennengelernt. Richtig. Da kann man auch miese Sachen machen. Den habe ich leider noch nicht so ganz verstanden, weil er eher so ein bisschen später kommt. Ja, aber man muss schon ziemlich reich sein, finde ich. Ja, bis dich das auch lohnt, weil der kommt dann ständig mit Events an, wo du sagst, ey, ich kann hier einen Aufstand machen für 3000 Gold. Ja, hab keine 3000 Gold, Junge, geh weg. Warum deshalb ich brauchen wir sehr viel Geld am Anfang, damit Maurice direkt so einen Quatsch machen kann. Das ist denn wieder? Das ist überhaupt nicht wahr. Wir haben jetzt hier unsere Königreiche. Ich habe Lothringen gewählt. Noch kurz, man kann jederzeit pausieren, wenn irgendwas bei euch ist. Das ist kein Problem. Wie immer, nicht überstrapazieren, aber wenn halt mal ein Notfall ist oder ihr, wenn Pia noch mal ein Paket in Ritterrüstung annehmen muss, auch dann. Ansonsten würde ich wie üblich sagen, wir machen so... Fehlt noch was am Kostüm? Kommt noch der Postbote? Nee, es ist alles da. So. Aber ich werde ohne Helm spielen. Weil ich spüre meine Nasenspitze einfach nicht mehr und ich warte jetzt gerade drauf, dass sie wieder durchblutet ist. Sehr gut. Und ansonsten würde ich sagen, wie immer machen wir alle Stunde mal kurz Pause, um einen Überblick über die Weltlage zu geben. Und dann können wir auch immer kurz gucken, brauchen wir gerade schon irgendwie Toiletten- oder Essenspause. Ich denke, das hat sich immer ganz gut bewährt. Wir spielen bis 22 Uhr, dann werden die Siegpunkte ausgewählt. Ich gehe jetzt gleich rein ins Spiel und mache dann aber direkt mal Pause, dass erstmal wir nochmal kurz zeigen können, wo sind wir. Und wir nochmal kurz diese Siegpunkte und so auch erklären können. Weil das Spiel geht eigentlich direkt ohne Pause los. Genau. Ich kann noch erklären, Korinth, das ist irgendwie eine sehr skurrilsten Übersetzung, die ich seit langem gesehen habe. Ich glaube, das meint Kärnten. Das ist aus dem Englischen. Das kann gut sein. Ich habe mich auch gefragt. Vielleicht noch gepatcht. Nicht in Griechenland. Yes. Das habe ich mich auch gefragt, was das ist. Ja, genau. So, und damit, ich meine, wie gesagt, wir sind hier in Deutschland, aber kann durchaus sein, dass zum Beispiel Frankreich auch eine Rolle spielt in unseren Überlegungen. In meinen Durchlaufen wurde Deutschland immer recht schnell exkommuniziert. Oh. Das kann uns, also aber eben nicht die Einzelnen, sondern das Großdeutschland. Kann alles passieren. Wir werden es sehen. So, wenn ihr bereit seid, starte ich und würde dann direkt pausieren, sobald wir drin sind. Das wäre mal kurz. Ja, bereit. Dann ab geht's. Oh, da kriegt man sogar noch einen Countdown, ey. Ja. Ja. Sehr edel. Großartig. Dass man hier richtig aufgeregt wird. Die Rüstung ist gar nicht so schwer. Ich kann die richtig ablegen und jetzt sitze ich da drin wie in so einer Dose. Das geht eigentlich. Oh, wir haben ja wirklich viel Geld. 4.000? Ja. Wow. So. Ich merke auch übrigens gerade, ich muss bei mir nochmal gucken, ich habe irgendwie keinen Spielsound. Wartet mal. Oh, ich habe Ljubljana als Hauptstadt. Das ist ja cool. Ich habe einen Händler als Ljubljana, da drüben ist Zagreb. Wir haben alle Händler, weil... Ich glaube, die Einstellung war so, dass wir alle zufällig den gleichen bekommen. Ah, das kann sogar sein. Ja. Ganz gut ist eigentlich, ne? Ja.
So, jetzt wie viel Erfahrung habt ihr denn in diesem Spiel? Eine Stunde. Okay. Ich hab ein bisschen länger gespielt. Ich glaube, Steinwart hat am meisten gespielt und du hast auch schon Videos gemacht, ne? Ja. Das heißt, also erstmal natürlich, guckt ihr euch alle gerne an, Steinwallen auf YouTube. Aber nach diesem Stream, liebe Leute, nach diesem Stream. Nicht jetzt, macht sie vielleicht sonst auch nebenher auf, wenn ihr wollt, aber so, also hier sind wir im Spiel. Ich bin hier, das schöne Lothringen. Man hat hier, und das ist erstmal eine erste wichtige Mechanik für alle, man hat seine Stadt und mehrere Dörfer, die tatsächlich zufallsgeneriert sind. Das heißt, was du hier hast, ich glaube, es gibt schon gewisse Neigungen. Zum Beispiel hat im Chat jemand bei mir geschrieben, in Lothringen gibt es den besten Wein. Jetzt habe ich hier in beiden meinen Dingern ein Weinfeld. Wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt Zufall. Aber diese Standardbürger, Standarddörfer, das können Dörfer, Burgen, Klöster, sonst was sein, die unterschiedliche Ressourcen bringen. Und dann baut man Stadtgebäude, die sich darauf beziehen. Und letztlich hast du verschiedene Wege zum Sieg. Und es gibt diese Großmachtrangliste, wo dein Prestige gerechnet wird in den sechs Oberkategorien sogar. Wohlstand, Gesellschaft, Kultur, Politik, Eroberung und andere. Und wir wollen am Ende hier den krönen, der da am meisten hat. Und man sieht aber eben, man kann das auf die unterschiedlichsten Weisen machen. Stabile Einnahmen sind Prestige, Territorium ist natürlich Prestige und so weiter und so fort. Und jeder kann hier ein bisschen seinen eigenen Weg wählen, wie er oder sie in dem Fall natürlich zum Sieg gelangen möchte. Und das tut man über seine Agenten und seinen Herrscher, die auch alle eine von verschiedenen Klassen haben. Wir haben jetzt alle mit dem zufälligen gleichen Herrschertyp gestartet, der, glaube ich, auch sogar der beste ist, was du am Anfang haben willst, nämlich mit einem Händler, der gut Geld scheffeln kann. Händler machen sehr viel Geld und das brauchst du am Anfang. Wie man sieht, ich bin hier schäbige 11 im Plus, das ist traurig. Oh, 11 ist aber wirklich nicht so gut. Das ist schwach, ja. Und genau, das ist die Sache. Wir werden auf der normalen Spielgeschwindigkeit spielen, die ist auch ganz okay. Wir können mal drüber reden, wenn alle sagen, gerade passiert gar nichts, können wir es auch beschleunigen, aber ich glaube erstmal, dass wir auch alle reinkommen, ist das alles. Ich habe eine Frage. Jawohl. Kann ich meine Ehefrau austauschen? Geht das schon wieder los? Was ist denn jetzt hier? Ich habe doch nur gefragt. Ja, nee. Was ist jetzt? Was ist denn wieder los? Es ist nichts los. Aber was hast du denn gegen deine Ehefrau? Ich habe nichts gegen sie, aber ich habe auch nichts, was mich an ihr begeistert. Okay. Also meine Herzogin Agnese. Also lass tauschen. Also. Agnese macht einen guten Eindruck. Alter, Agnese wird in den Städten und Burgen Sachsens herumgeführt. Das klingt wie eine Dorfmatratze. Wow, wow. Alter. Und hier steht, Herzogin Konstanze sprach in den letzten 5 Tagen mit Hunderten von Leuten, um ihre Klagen anzuhören. Wie ist denn meine? Herzogin Jutta tratscht mit ihren Hofdamen über die neuesten Gäste in Korinth. Was? Hey. Jutta blättert in vielen Kochbüchern. Also Herzogin Catherine beriet Herzog Matthias in einigen wichtigen Angelegenheiten, die ihm Entscheidungsschwierigkeiten bereiteten. Wie viel Rinder muss ich dir anbieten, damit ich deine kriege? Ich gebe dir meine und ich gebe dir 5 Rinder. Rinder oder Kinder? Rinder, nicht Kinder. Rinder. Kühe. Gut. Kinderstimmen. Ja, ich habe übrigens direkt gesehen, hier gleich haben sich Sepp und Steinwallen haben sogar schon einen Nicht-Angriffspakt und ein Handelsabkommen geschlossen. Ach, nee, ja, natürlich. Nicht-Angriff ineinander und Handelsabkommen mit Deutschland, verstehe. Wie kommt ihr denn so rausgezoomt? Ich zoome die ganze Zeit mit meinem Rad rechts neben raus. Über der Karte gibt es so kleine Buttons. Da. Genau, da kann man die Leute noch auch ach, danach, wie sie dich mögen. Und so. Okay, da muss man anders, man kann nicht einfach nur rausscrollen nee, sozusagen. Genau. Bisschen. Da, ja, kann man dann scrollen, da kann man sich die ganze Welt anschauen. Und dann wieder zur Ingame-Karte zurück. So, also ich glaube, eindeutig bin ich wohl berufen zum Weinhändler, sagt mir wirklich? Das Spiel.
Das, ich habe in beiden Dingern Wein. Also es wird hier direkt Victoria fortgesetzt, wo ich auch der Alkoholhändler vom Dienst war. Ich finde das gut. Ich mag das. Dann, jetzt ist gerade auf Doppeltgeschwindigkeit. So, dann geht es los, liebe Leute. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Dankeschön. Ja, dankeschön, gleichfalls. Ich werde mich vielleicht für den Anfang kurz muten und meinen Start erklären. Jawohl. Das macht, glaube ich, Sinn. Jawohl. Bin sofort wieder da. Jawohl. So, Chat. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung gesagt, in dem Spiel. Bei mir muss nicht viel erklärt werden. Wir wollen weinen, Leute. Ich hatte noch nicht so viel Möglichkeit reinzugucken. Ich habe nur ein bisschen bis jetzt reingeguckt. Deswegen brauchen wir hier wahrscheinlich ebenfalls ein bisschen. Wundervoll. Aber wir wollen auf jeden Fall in Ljubljana schon mal so einen Marshall haben. Das wollen wir auf jeden Fall. Und wir wollen, was möchte ich denn in Ljubljana bauen? Sollen wir los? Ich gehorche. Ah, perfekt. So haben wir jetzt erstmal Rittereinheiten. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich kann hier noch einen, sobald ein Handelsabkommen ist, können Kaufleute den Handel mit einer ausgewählten Königin organisieren und aufrechterhalten und eure Schatzkammer besser als jeder andere mit Münzen füllen. Das klingt auch gut. Diplomaten können Beziehungen zu einem ausgewählten Königreich ebenso wie die Meinung des Volkes in Bezug auf die Krone stark verbessern. Kleriker. Gesegneten Tag. Wir holen uns einen Kleriker. Ach, der ist halt auch noch untätig. Aber wir wollen, dass er... Meine Fähigkeiten werden für das Gute sein. Dass er den Wissensdurst quasi drauf knallt. Das hat nicht sollen sein. So. So, sollen das ist, der ist noch am Tun. Und der möchte, bei dem möchte ich... Nicht mal ich kann das tun. Achso, der ist noch nicht weit genug dafür. Spezialisier dich, Kleriker brauchen Klöster. Soll ich auf Religion gehen? Das würde sich einfach... Was habe ich denn davon, wenn ich auf Religion gehe? Ich habe noch nicht so eine komplette Übersicht davon. Okay, die Polen. Aber ich habe ja hier offensichtlich... Da habe ich ein Kreuzchen. Das heißt, ich habe hier wahrscheinlich... Gegen Meißen, ja. Offenbar fallen die nicht auf die Meer vom lieben Steinwallen rein. Hier sind überall diese Kreuzchen. Das sind diese zufallsgenerierten Dörfer, über die wir reden, ne? Aber ich würde auf Religion gehen. Ich finde. Das wird mein Problem sein, Polen hier. Aber Religion macht Spaß. Ich würde nicht min-maxen. Ich würde einfach versuchen. Lass mal einfach hier eine Kirche bauen. Wir produzieren jetzt schon mal gut Wein, das ist schön. Böhm ist auch gleich mit dabei im Verteilungspakt. Die haben echt Schiss vor dir, kann das sein? Wir gehen auf Religion und auf Geld. Ja. Frag mich, Religion und Bildung. Ich habe immer das Gefühl, das ist der Beginn. Was ist das? Was sind das für Einheiten, die hier rumlaufen? Ich bin ein bisschen traumatisiert, muss ich mal sagen. Ein Brief vom Papst ist eingetroffen, Majestät. Seid ihr bereit, unsere Forderungen zu erfüllen? Sowas aber auch. Oh Gott, das war so schnell weg. Wo war das? Wo ist das denn jetzt hin? Einfach wieder weg. Na gut. Ein neues Gebäude wurde fertiggestellt. Oh, ein Nicht-Angriffspakt. Aber die wollte ich angreifen. Hm. So. Die bieten mir 1.100 dafür. Ich Religion und Bildung kontrastreich. Oh, in der Zeit nicht. Geld natürlich. In der ne? Zeit wie nicht. Lange sowas hält, so ein Nicht-Angriffspakt? In der Zeit noch nicht. Da ist das ja noch nicht. So. Das ist eine gute Frage. Wir haben hier diese diverse Faktoren, die zur Spannung in der Provinz führen. Das sind so die Fragen des Bevölkerungsstelle einer Provinz rebellisch machen. So, nee, die wollen Geld von mir. Positive Ach so, okay, ja, dann sind es doch nicht die Fragen des Lebens. Lande werden nicht regiert, Herr. Mama. So, ich muss die ein bisschen leiser machen. Aber du bist auf 2, das ist mir so. Ein bisschen zu schnell. Sachen werden nicht regiert. Nee, warum? Nee, sorry, das war unabsichtlich. Wo hatte ich denn meine Liste, Provinzübersicht? Ich glaube, es gibt Shortcuts, wenn du nicht auf regiert? Irgendwas drückst, dann geht das höher. Das kann bei jedem passieren, glaube ich, von uns. Das kann sein. Burgen, Gesamtzahl. Versuche drauf zu achten. Hä? Müsste doch eigentlich alles drin sein. So, wie gesagt, vor allem gilt es, Geld zu scheffeln am Anfang, finde ich. Ich finde, das ist mit das Beste in diesem Spiel am Anfang. Links unten in seinem Pop-Up. Ah, da, ich da ist aber es. Gedacht, ich meinte, du musst auch eine Armee haben. Geld und Armee irgendwie. Das so Ach so, ja, der ja, das muss gerade einen noch Hut nicht, bringen, zu tun haben. Was gar nicht so leicht ist teilweise.
Ja, schon, also der Verteidigungspakt gegen mich besteht jetzt schon aus 3 Ländern. Okay. Unter anderem auch aus Brandenburg. Einer unserer Ritter schön. Herrscht keine das heißt, wenn Provinz. Ich die angreife, ja, ja, ich habe schon mitbekommen, dass unser Ritter keine Provinz beherrscht. Oh, Deutschland lädt mich in einen Verteidigungspakt. Ein großes Problem warum zu sein. Warum braucht Deutschland einen Verteidigungspakt gegen Burgund? Eine Provinz ist Burgund sowas wie Klagenfurt. Besteht aus einer Nation. Ich mache mich mal ein bisschen leiser. Ljubljana und Klagenfurt besteht ja quasi gerade aus, das sind 2 Provinzen, right? Das heißt, ich könnte ich meinem Statthalter hier, Everard, könnte ich quasi Klagenfurt geben. Und jetzt kümmert sich quasi Everard um Klagenfurt. Ich selber sitze in Ljubljana. Okay, das heißt, der hat jetzt diese Provinz und der mit seinen Boni, die er halt hat, macht jetzt hier extra Truppengeschichten. Und dann wollen wir, weil wir haben hier oben die Ressourcen, die wir sehen, Nahrungseinnahmen, Handel, Religion, Bücher, Gold und so weiter. Das heißt, wir wollen jetzt hier auf jeden Fall auch mal Getreideanbau bauen, dass wir da ein bisschen Nahrung produzieren. Aber meiner ist besser, der Lothringer Wein, also ist doch eindeutig besser als der Meißener Wein, sind wir noch mal ehrlich. Unangenehme Geschichte. In Burgund gibt es auch guten Wein, wird bei mir geschrieben. Passt also gut. Naja, also. So, und dann haben wir hier. Ich hätte halt gerne Wien. Wir haben so, mit wem können wir noch handeln? Woher sehe ich denn, wie stark Wien ist? Seid ihr schon fleißig am Handeln, ihr Schurken? Ja, natürlich. Also ein Hinweis, den ich an allen hier gebe, es gibt ja oben links diese Meinung von den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Ja. Und wenn die zu niedrig fallen, dann geht das auf die Zufriedenheit in all deinen Bevölkerungen, in all deinen Städten. Geht davon aus, dass ein Krieg das bei allen ziemlich runterballert. Weil, wirklich? Also man könnte vielleicht denken, okay, möglicherweise mögen vielleicht die Kaufleute, weil sie vom Krieg profitieren können. Also in der Regel finden sie immer einen Grund. Wenn du einen anderen Katholiken angreifst, was gerade, glaube ich, um uns alle sind, ist der Klerus richtig entsetzt. Der Handel denkt sich oft, wir hätten lieber mit denen gehandelt. Die Bauern wollen das Kriegsleid nicht. Also Kriege müssen sorgsam vom Zaun gebrochen werden. Du kannst dir nicht leisten, unbedingt einen nach dem anderen zu machen. Es sei denn vielleicht auch, die mögen dich nicht so oder so. Also es gibt, ich hab's noch nicht ganz durchschaut. Manchmal ist es weniger schlimm. Aber 1-2 Kriege hatte ich, wo wirklich dann -4, -4, -4 und ich so, ey Leute, ich will doch nur ein bisschen erobern. Die wollten das nicht, meinst du? Ja, aber es ist doch auch im Interesse aller, ne? Ich mach hier planungstechnisch, habe ich einige Fehler gerade gemacht. Warum? Ich wollte eigentlich, also ich möchte Wien. Und ich Wien, möchte Wien? Ja, ich möchte Wien, das ist so der Satz. Mir einen Preis. So. Und Wien hat mir jetzt ein Handelsabkommen geschickt. Und naja, ich bin halt gierig, also habe ich halt direkt Ja gedrückt. Und jetzt habe ich halt ein Handelsabkommen mit Wien, aber ich will es ja haben. Ich will ja nicht mit Wien handeln, ich will es besitzen. Es soll mein Eigentum sein. Ja, also wenn du da den Krieg erklärst, kannst du davon ausgehen, dass deine Händler dann enttäuscht sein werden, dass du den Handelspakt zerstört hast, zum Beispiel. Das ist in Ordnung, ich bin gerne Enttäuschung. Wow. Handelspakt heißt auch erstmal nur, dass man handeln kann. Also dass du quasi einen Kaufmann dahin schicken kannst. Aber ich muss den auch nochmal individuell dorthin schicken. Ja, genau. Jeder Kaufmann kann immer nur eine Handelslinie machen. Quasi. Ja. Das bedeutet, ich muss da links oben unter freien Positionen muss ich mir einen Kaufmann reinsetzen. Genau. Ja, ich glaube, dein Herrscher ist auch schon Kaufmann. Heute werden die Geschäfte laufen. Genau, wir haben alle einen Kaufmann zum Start, das ist unser Boss. Machtlos. Aber dann muss ich ihn ja aus Ljubljana rauspacken, oder? Was, Pia? Oh, hier was? Ist ein Krieg im Gang. Oh, 2600, der will all mein Geld für den Kreuz. Ja. Nee, fick dich. Was möchte Pia? Pia macht gar nichts. Was macht Pia? Nee, ich dachte Österreich, aber du bist ja gar nicht Österreich. Österreich möchte mein Geld. Nein, das bin ich. Ich möchte kein Geld. Ich will Österreich. Aber das ist doch ein guter Trend. Du möchtest quasi dein Geld nicht an Österreich geben und ich hätte gern Österreich. Da werden wir uns doch einig. Da sehe ich mich auch. Ja. I like. Eben war übrigens die Spielgeschwindigkeit auf. Dankeschön, Raphael, für die 5 Minuten. Oh, das ist schnell. Ganz viel Spaß hier müssen weiterhin. Wir Dankeschön. Dankeschön. Oh, warte mal. Entschuldigung. Das ist. Wieso ist das genau meine Taste fürs Muten im Discord? Oh, blöd. Das ist ja insane. Wieso ist das immer auf diesen Tasten?
Warte mal, wo ist Spielgeschwindigkeit? Wo kann ich Spielgeschwindigkeit? Lautstärke? Ja, mein Herr. Nicht umlegen? So, also. Aber ich glaube tatsächlich, die Händler, also selbst ein Handelsabkommen ist schon was, wo die Händler sagen, das wollen wir bitte. Mhm. Bitte kämpf jetzt nicht mit denen, weil dann ja dieses Abkommen auch gebrochen wird. Also es ist kein Weltuntergang, aber es ist dann so ein Faktor, der dann tatsächlich dazu bewirkt. Prinzen geboren. Oh, wir haben einen Prinzen. Ich habe einen Prinzen bekommen. Ich auch, und der ist mega gut. Wieso habt ihr alle einen bekommen? Jetzt finde ich meinen nicht mehr so toll. Wie ist eurer? Ey, der ist mega stark. 45550. Ja. Meiner 53544. Ich kann das nicht umlegen. Die Meinung unserer Bauern hat sich erhöht. Geil, ich habe ein Festmahl gemacht und jetzt mögen mich alle mehr wegen dem Festmahl. Das ist ja wundervoll. Ja, scheiße auf Festmahl, die sollen alle hungern, die Schweine. Ich brauche Kriegsressourcen. Exzellenz der König. Ich kann es leider nicht umlegen. Also man kann nicht den Hotkey umlegen für bedarf eurer Aufmerksamkeit. Spielgeschwindigkeit 3. Vielleicht im Discord? Muss ich das jetzt meinem Discord umlegen. Wir können auch gerne pausieren oder so. Ja, lass gerne mal. So dramatisch ist mein Anfang jetzt hier, glaube ich, nicht. Also, aber kann sein, dass sich das hier sofort nochmal ändert. Ich habe ja jetzt quasi schon das richtige Outfit dafür an. Deswegen wollte ich euch mal fragen, wie steht ihr denn so zu Kreuzzügen? Ja. Boah, ich hasse es. Maurice, du kannst gerne weitermachen, danke. Jawohl, ich weiß tatsächlich noch nicht, wie die im Spiel ausgelöst werden. Manchmal sagt der Papst einen, aber den muss dann nur eine Nation führen in dem Spiel. Aber du kannst, glaube ich, irgendwie selber Papst werden. Ich habe den Kleruspfad noch nie so verfolgt. Also du kannst einen von deinen Klerikern zum Papst machen. Ist auch ein Agent, den du da oben anheuern kannst. Aber tatsächlich habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Vom Papst ist eingetroffen. Mann, der Papst geht mir so auf den Sack. Wirklich. Er hört nicht auf, sich dauernd. Er schreibt, es ist wie so ein Ex-Freund, bei dem du dich bewusst einfach nicht mehr meldest und er hört nicht auf, die SMS zu schreiben. Aber immer so unterschwellig mit Dingen, die du haben möchtest. Bitte? Das war jetzt sehr spezifisch, meinte ich. Ja, es ist so wie wenn du so dich gemeinsam darauf einigst, wer die Kaffeemaschine mitnimmt und eigentlich hattest du schon eine Einigung und dann meldet er sich wieder und ist so, naja, also eigentlich darfst du sie schon haben. Und dann möchtest du ja antworten, weil du willst diese Kaffeemaschine, aber eigentlich willst du auch nicht antworten. Und so ist es mit dem Papst. Wir haben jetzt ein Handelsabkommen. Okay. Mit dem Papst ein Handelsabkommen. Eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen, Majestät. Über Weihrauch oder so. Gerne, Daniel. Also, ja, Hostien, Weihrauch. Ich hätte jetzt schon an der Stelle einen politisch inkorrekten Witz gemacht, den lasse ich weg, aber, ne? Ja, Leute, bei mir ist, also ich weiß nicht, ich glaube, Deutschland überschätzt mich ein bisschen. Sie haben mich ja erst in diesen Verteidigungspakt gegen Burgund geholt, jetzt Herzog Matthias, ihr habt unsere Erlaubnis und unseren Segen gegen Frankreich, Hallo, diese Uwe. Quälgeister in den Krieg zu ziehen. Werdet ihr tun, worum wir euch bitten? Also auch anscheinend nur ich, ohne Deutschland. Aber habt ihr mitbekommen, dass Deutschland in so einem Megakrieg ist gegen Toulouse, Ungarn, Polen und... Ja, ich habe auch gerade geguckt, ob ich denen nicht helfe, aber fand ich dann doch nicht so attraktiv für mich. Ja, vielleicht, ne, also helfen ist halt eine Option, die man hat in so einem Krieg, ne? Was ist euer Wunsch? In den Rücken fallen ist die zweite, das ist das, was Maurice dir gerade sagen möchte. Bienenhäuser bauen und alter Vater. Es ist unfassbar, wie viel Waren es gibt. Ja. Was du da alles bauen kannst, gerade in den Special-Gebäuden, was du da noch raushauen kannst, ey, bin übelst überfordert. Ja, ich bin auch überfordert. In diesem, unter den Thron gibt es so eine königliche Errungenschaftsübersicht. Das ist so alle Waren. Und ja, wenn du alle hast, hast du gewonnen, ne? Ja, genau. Aber es gibt halt auch so eine Errungenschaften, wenn die so nach Warengruppen so sortiert ist. Und wenn man die voll hat, gibt es irgendwie noch so einen Mega-Bonus jeweils. Ah, cool. Wo findet man das? Aber es ist ziemlich komplex. Das ist richtig so ein Puzzle-Game, weil du brauchst, das ist sehr voraussetzungsreich. Und genau, also die Waren setzen sich alle zum Teil gegenseitig voraus. Du brauchst dann irgendwie Salz, um eingelegte Fische oder sowas machen zu können. Aber was auch cool ist, dass selbst wenn du noch nicht gewonnen hast, jede Ware gibt dir auch einen königreichsweiten Vorteil, einfach weil du sie hast. Also das ist tatsächlich, ich finde es ganz cool, so komplementär zu Crusader Kings tatsächlich,
weil das genau der Part ist, den ich da immer am meisten mir mehr gewünscht hätte, so ein Handels- und Aufbauteil. Und hier hast du eben wirklich diese Gebäudeketten, die dann hier so aufgelevelt werden und dann irgendwie hast du deine Schreibstube und wenn du Tinte hast, kannst du das produzieren und so. Da kann man ziemlich puzzeln später und muss dann später auch, weil welche Waren du produzieren kannst, hängt ja auch von deinen Ländereien ab. Das heißt, du musst auch manche importieren, um dann weiterkommen zu können in der, der Produktionskette. Das ist ziemlich lustig. Wo ist das nochmal, was ihr... Achso, ich bin gemutet. Wo war das nochmal mit diesem Thron, wo man dann nach unten sieht quasi, was für Waren es gibt? Links, da ist ja dieser Thron, das zeigt quasi diesen Ruhmpunkt drin. Genau, und drunter die Gold... Ah, wenn man das draufklickt, dann sieht man unten die ganzen Dinge. Oh. Genau. Oh, und ich nehme an, Maurice produziert Bier. Wein in dem Fall. Noch nicht, witzigerweise, weil ein Weinfeld produziert erstmal noch keinen Wein, sondern ich muss erst Trauben trocknen, dann kriege ich Rosinen, dann Trauben pressen und dann Weingüter. Mit den Weingütern habe ich dann meinen wertvollen Wein. Und der gibt dann Handel und Geld. Ich kann Pferde verkaufen. Oh, jetzt haben wir Bier verloren. Du Pferde? Man kann abgerichtete Pferde. Ja, auch Kriegspferde später. Ja, noch. Und dann Schlachtrosse. Alter, Leute, wir machen hier eine Zucht. Was anderes interessiert uns gar nicht mehr. Wir wollen den Überfluss und wir wollen das, was gibt's hier? Gibt's Zugochsen? Wollen wir Pferde, Zugochsen und Marmor oder wollen wir Pferde, Fässer und Segel? Ah, da gibt's Gewürze und Händler. Ein neues Gebäude. Ach, das ist alles großartig. Majestät, ich bin glücklich. Eine diplomatische Botschaft erhalten. Wow. Herzog Bernhard, wir brauchen mehr Armeen, um eine Chance zur Venedig zu besiegen. Unser Graf Albert bittet um eure Hilfe. Luxemburg, so eine richtige militärische Hochburg. Meinst du, 4000 Truppen da stehen hat und du dir denkst so, ja, ich möchte da rein? Ja, aber auch noch, ich meine, die haben auch noch drei Burgen. Also diese Siedlungen sind ja random. Und der hat so ein Dreieck an Verteidigungsfestungen, in deren Mitte die mächtige, befestigte Stadt Luxemburg mit 4000 Mann steht. Dann geh doch lieber woanders hin. Ja, ich bin fast am Überlegen, ob nicht vielleicht doch... Ich lasse euch erstmal einen Krieg führen und dann entscheide ich, ob ich das doch mache. Okay, das ist das der Problem ist, dass ich weiß nicht ganz, wo ich mit Burgund bin. Und weil ich dachte eigentlich, Burgund findet Deutschland scheiße, also meinen Lehnsherrn ja auch. Aber weil Deutschland hat mich in einen Verteidigungspakt gegen Burgund eingeladen und trotzdem wird Burgund als Freund von Deutschland gelistet. Ich weiß nicht, ob die so ein bisschen schizophren alle nur sind. Aber ich will natürlich nicht, dass ich jetzt Burgund angreife und dann Deutschland sagt, oh. Stadtwache, Übungsplatz, Acker. Unser guter Freund Burgund. Beim Verteidigungspakt bin ich mir auch nicht sicher. Also ich habe auch hier super Beziehungen, ne? Wo kommen wir denn Fässer her? Aber die machen trotzdem Verteidigungspakt. Also. Ja. Ich weiß nicht, ob das. Kurze Frage: Wie ist das denn, wenn du sagst hier, wenn ich jetzt sage, Deutschland greife Luxemburg an? Greifen die das dann für mich an? Nee, habt ne? Ihr die Fässer gesehen? Nee. Die. Dann nehmen die das ein für, weiß ich nicht, wen. Ja. Also, wow. Warum sollten sie auch. Sagte mal, wo finde ich denn Fässer? Was sind denn Fässer? Majestät, Fässer. Wir haben eine Verbesserung abgeschlossen. Hat einen ich weiß gar nicht mehr. In der Holzmacherei, glaube ich. Also Holzwirtschaft. Ja, genau. Luxemburg will. Tooltips irgendwie dann. Verteidigen? Was ist los mit euch? Also, wenn mit Rechtsklick pinnst du die Tooltips an und dann kannst du irgendwie weiter gucken. Adel ist zufrieden auf Fass mit gehen uns. Und so. Die Meinung unserer Bauern hat sich verbessert. Tooltip, wenn ich das anpinne, dann kann ich mir das anschauen. Alles klar, dann gucke ich da mal. Ich habe so viele Pop-ups gerade gleichzeitig. Ich habe noch einen Sohn bekommen. Habt ihr auch schon zwei Söhne? Ja. Ich glaube, das ist immer so 9 Monate. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, weil das so wirkt, als würden unsere Frauen sich absprechen. Ja, das stimmt. Es gibt aber nicht Reichsteilung in dem Spiel. Also du kannst mehrere Söhne haben. Die in dem Spiel sind die Herrscher schlau und haben die Primogenitur schon eingeführt. Das heißt, es wird einfach immer, du kannst noch bestimmen, wer dein Erbe sein soll. Das habe ich schon gesehen, dass ich das. Das sind die derzeitigen Großmächte. Aber es gibt, wenn man heiratet, kann es passieren, dass es da so Kriege gibt und sowas. Mein König hat gerade den Super-Duper-Deal gemacht und hat mir 1700 Gold erwirtschaftet. Was? Warum macht meiner sowas nicht?
Das wird in Provinzen mit tiefen Wäldern produziert. Aber ich habe doch tiefe Wälder. Ja, dann musst du da dann wiederum irgendein Produktionsgebäude bauen. Ja, das, genau, dieses Gebäude finde ich nicht irgendwie. Also ich müsste ganz in der unteren Reihe, also unter diesen vier Hauptreihen sein. Runden Erweiterungen eines Gebäudes. Das sind quasi dann... Ach, das ist eine Stadterweiterung. Und da kein O, A. Ja, ich bin pleite. Eine neue Tradition ist verfügbar. Ups. Mist. Ernsthaft? Ja, ich habe halt 1300. So, das ist halt... Wie Minus oder was? Nee, Plus. Aber ich brauche 2000, um eine Erweiterung zu bauen. Deswegen... Okay. Also, gut. Das geht ja wieder hoch, oder? Freuen, wenn sie so pleite sind wie du. Wie viel Plus hast du denn hinter deinem so in Grün stehen? Plus 75. Ja, guck mal, das ist doch gut. Was hast du denn, Sepp? Warte, 200 gerade. Was? Was? Das ist viel besser. Also ich habe gerade eine Fähigkeit geboostet, die mir nochmal plus 20 gegeben hat, aber ich exportiere auch Nahrungsmittel und bekomme allein dafür schon 60 Gold. Ja, dreist. Das ist wild. Das boostet gerade hier heftig. Brauchst du aber auch gut für deine Armee, ne? Also brauchst quasi für jede Einheit mindestens eine Nahrung Unterhalt. Kann ich leider nicht tun. Ja, ich habe plus 2 Nahrung gerade. Ja, dann kannst du noch 2 Einheiten gereisten. Ja. Um eine Stadt zu erobern, braucht man, glaube ich, so mein Gefühl, 2 volle Armeen. 2 volle Armeen? Also ist zumindest, so bin ich jetzt drauf. Am Anfang war ich anders drauf, aber dann habe ich richtig auf den Sack bekommen. Aber ihr könnt das ja mal ausprobieren. Was heißt denn? Also ich bin jetzt gerade eine volle Armee am Bauen und dachte mir gleich so, mein Name let's go. Ist ganze ja, Goldsäcke wert. Probier mal. Okay. Waren das ja, Zwillinge, die ich bekommen habe? Ich glaube, ja. Ich habe das Gefühl, wir bekommen aus Balancing-Gründen immer die gleichen Kinder. Das ist ja langweilig. Ich möchte also Vorteile durch meine Kinder haben. Prinzessin bekommen. Du hast eine Prinzessin? Ja. Boah, ich beneide dich. Ich habe 3 Söhne. Aber wieso ist denn jetzt Herzogin Agnese in Österreich? Ich brauche 3 Söhne. Hat sie eine Affäre? Habe ich die jetzt verkauft, meine Alte? Oder was ist hier los? Habe ich sie jetzt verkauft? Meine ja, Alte. Das ist die Schwester vom österreichischen König. Erreicht. Mon Dieu. Gar nicht so schlimm. Ja. Also ich würde halt gerne zuerst Zagreb holen. Eine Prinzessin ist ja insane, die hat überall 3 Sterne. Aber Zagreb hat, glaube ich, andere Kriegsgeschichten gerade. Man sieht nicht genau, warum. Ich bin bereit. Mögen, ne? Ich glaube, gewisse Sachen sind einfach historisch anfangs definiert. Ja, das könnte sein, ja. Aber später ist es dann, wird halt ja auch immer auch angezeigt, nicht. Wenn du zum Beispiel einen von ihren Freunden angreifst, mögen sie dich nicht und so. Okay. Also zum Beispiel, dass Burgund am Anfang niemanden mag, ist, glaube ich, ein bisschen vordefiniert, weil es ja auch historisch ist. Also bei mir war das bei Frankreich so. Das war der eine Vasall, der immer rebellisch war. Ja. Komm, ich starte mal mit Krieg. Komm, ich will mal voll auf die Fresse kriegen, ja. Oh mein Gott. Ey, Sepp hat auch schon 425 Punkte, werden wir alle anderen so bei 100 rumdümpeln. Gehen ab. Komm, let's try, die Niederlande zu nehmen. Den mag doch eh keiner, oder? Na. Nee, ich finde das gut. Komm. Ich hätte halt gerne Kroatien. Oh, der Klerus hasst mich jetzt. Deine Mutter auch. Ja, weil du einen getreuen Katholikus angegriffen hast. Ja. Boris hat sich gewarnt. Hallo, Florian. 6. Das war schon hart. Warte mal, ich hätte vielleicht meinen Herrführer vorher pumpen sollen, aber ich habe irgendwie kaum Bücher, um irgendwie was zu lernen. Weil du anscheinend alles in Militär und nicht in Bildung gesteckt hast. Oh, Flanderin ist im Krieg gegen uns beigetreten. Oh, das ist aber keine gute Sache. Was sind denn das für Leute? Sind das Kinder? Ja, genau so. Oder wer genau ist das? Alles an hier. Wisst ihr, was das ist? Okay, wir gehen wieder zurück. Alles so unkalkulierbar. 3000 Leute, oh, 4000 Leute kommen allein von denen. Lass dich aber nicht von den Zahlen schrecken. Das sind am Anfang meistens so Bauernregimenter. Die sind schwächer, als sie auf der Kann Zahl aussehen. Kann ich irgendwie sagen, ein Angebot von Österreich? Nee, ich will jetzt nicht einen Nicht-Angriffspakt mit dir. Bevölkerung, ja wahrscheinlich, ne? Dammit, wie kann ich denn jetzt hier sagen... Du kannst, wenn du auf das Land gehst, kannst du eine Audienz besuchen und kannst vielleicht das sind Handelspunkte. Und das andere wird wahrscheinlich wirklich Bevölkerung sein, ne? Wird wahrscheinlich. Hilft.
Achso, das geht auch. Wenn das jemand machen will. Zu erschöpft, ey, denn. Ach komm, ey, wo ist denn fucking Österreich? Wir zahlen auch übrigens auch alle immer Tribute an Deutschland, ne? Eine das Landfrau. Wäre doch mal, ja. Aber dass wir das mal irgendwann beenden. Luxemburg greift mich an! Oh, das tut aber weh. Für Gott und Ehre, ein neuer Kreuzzug beginnt. Und der Papst kommt jetzt auch noch mit dem Kreuzzug. Oi, oi, oi. Oh, der Deutsche ist im Kreuzzug. Okay, leicht einseitig ist unser Krieg. Wir gewinnen vielleicht. Ihr wagt es! Ich meine, das ist natürlich eigentlich erstmal super, weil das ein Krieg ist, den ich nicht erklären muss. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das. Der hat halt aber nur das so ist Bauern. Eine Stadt erweitert. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Was? Ich glaube nicht, dass wir eine Stadterweiterung brauchen, oder? Da kommen nochmal 2000 Leute. Wo haben die das denn her? Frankreich weil das sind hat sich ja Luxemburg nur angeschlossen. Warum? Das sind ja nur diese Stadterweiterungen, von denen wir da reden. Hilf mir! Denn Deutschland ist zu schwach. Da sind die Fassdinger, das brauchen wir. Alter, da kommen jetzt 6000 Fassdinger, wir brauchen Leute gar nicht das mich. Untere. Wir Dein brauchen Scheiß das hier. Ernst? Und hier kriegen wir dann Fassbinder. Okay, ich bin am Arsch. Und ich würde das da oben bauen. Ich glaube ich auch gleich. Aber dort kann ich es nicht bauen, weil dort haben wir keinen Wald. Die Holländer fragen, Frieden unterzeichnen. Biete ihnen irgendwas an. Die Königin hat einen gesunden Prinzen geboren. Alter, noch da kommt, was ist das? Ist das? So, wir bauen hier Holzverarbeitung. Das ist die Champagne, jetzt kommen und ich habe einfach noch einen Sohn. Die wollen Land? Die Meinung unseres Adels hat sich verbessert. Okay, ich verliere das hier die auch, glaube ich. Unsere Bauern hat sich erhöht. Geil, unsere Bauern. Ich komme dir hier zur Hilfe, die Franzosen. Majestät, wie soll ich das denn? Die königliche Familie. Ich habe nur vier Söhne. Die machen mich jetzt komplett platt. Frankreich bringt all seine Vasallen mit gegen mich. Hopka. Kann ich nicht eine Tochter haben? Ja, es gibt Töchter. 7000 Feinde Sepp und nochmal 6000 kommen hier mit rein. Na, und wenn du alle deine Bauern holst, hast du auch vielleicht 4000. Werd komplett plattgewalzt. Okay, ja, ich werde auch gerade plattgewalzt. Ja, 5000 Leute haben gerade meine Armee ripped. Ja, dann habt ihr vielleicht gleich euren ersten Schuss. Also ich habe jetzt gleich Fässer. Und dann ja, handel ich mit Salz, weil das gibt Geld. Ja. Dieser Humbug mit Krieg führen und andere Menschen erschlagen, da sind wir nicht Teil davon. Nein. Ja, ich dachte mir, ich kann vielleicht noch einen Verteidigungspakt gegen Frankreich, aber das Königreich zerstört. Abgeschlossen. Okay, das Finnenreich, nee, ich noch nicht. Okay, also Hallo Florian. Hallo Jamie. Gut gelaufen. Die haben mich richtig. So, und jetzt können wir hier. Ja, Frankreich, wie wär's? Können wir nicht irgendwie reden? Waffenruhe? Sägemühlen brauchen wir noch dafür. Unterzeichnen. Aber Unterstützung wird belegt. Ich will Venedig nicht angreifen. Also bitte, Herzog Matthias, wir haben nicht einmal unsere neuen Schwerter an den Köpfen eurer Soldaten ausprobieren können. Und jetzt brauche ich für Fassbinder. Jetzt ist das Angebot nicht genug. Wer mag uns denn so? Deutschland, Flandern mag uns doch eigentlich. Warum? Sägemühlen. Sonderfrieden unterzeichnen. Oh, warte die mal. Die haben bei mir auch keinen Bock. Was? So. Die Flanderen, die sagen, fick dich. Das ja, bei mir nicht. Auch. Sie sagen, es ist doch total schwach, dass ich Kapitulation schon vor der ersten Schlacht anbiete. Ich glaube, ich werde tatsächlich einfach weggemacht. Dafür haben wir alle drei Leben. Das Glück belohnt das ihn das, schon nicht. So, unsere Handelsbeziehungen mit Österreich werden gerade besser. Wir lassen Österreich einfach sich selbst getötet. Und gehen runter Richtung Zagreb. Also, wir haben Verstärkung erhalten? Das finde ich besser. Was? Schauen wir mal, ob wir hier. Jetzt plündern die Freunde. Einfach meine ganzen geilen Sachen. Was hier. Kann ich denn mit dem machen? Ich kann eine Audienz haben. Und ich würde gerne. Was? Jetzt haben wir noch mehr Gegner dem Feind. Was kann ich ihm denn anbieten? Das ist ja schlimm. Frankreich. Also, nicht Eingriffpakt. Du als mein Handelspartner kannst da mich doch unterstützen, Majestät. Oder? Ein herrlicher Tag zum Handeln. Inwiefern? Geil, jetzt haben wir quasi. Indem du mich vielleicht verteidigen könntest, zumindest. Meinung der Kaufleute verbessert. Ja, aber dazu neue ich Krieg Gebäude du bauen. Du weißt, was das für Auswirkungen ist. Ja, wir arbeiten daran. Nein, muss wir ich Krieg daran. Erklären, du musst mir nur helfen. Das ist ja ein Unterschied, oder?
Ich weiß nicht, ich kann ja mal so meine kleine Armee im Krieg unterstützen. Mal, ob ich den jetzt anders... Ja, sie plündern jetzt hier mein ganzes Land. Wir haben ja noch... Ja, mit wem bist du jetzt im Krieg? Oh, ja, es eigentlich gibt mit Holland, aber Holland macht nichts. Die blöden Flanderen, die schicken die ganze Zeit Truppen. Und das verstehe ich leider nicht so. Okay, unsere Kinder sind noch nicht groß genug. Ich habe jetzt mir noch eine Bauernarmee wieder auf, aber... Hier Herzogin Margaret oder so, ja, eine von den österreichischen Girls. Verschwendet Liebesmühe. Wo komme ich denn Ritterpunkte her? Frankreich, warum? Ich spiele Korinth. Ich habe dir nie was getan. Ja. So. Also, ja, grundsätzlich. Und jetzt müsste ich hier. Also, ich habe halt wirklich Schiss vor diesem Spiel und vor allem. Das wäre sehr ehrenhaft von dir, Steinwallen. Ich brauche halt noch Geld, damit ich das bauen kann. Würde unsere Handelsbeziehung noch weiter. Aber dafür machen wir jetzt auch nicht Geld schon. Das ist ja schon mal gut. Kann ich mehrere von diesen Gebäuden aktiv haben? Woher haben Sie gesagt, Frieden ist jetzt noch zu früh? Wir haben doch gar nicht gekämpft. Und jetzt sagen Sie, also diese Waisenhäuser sind gerade abgeschlossen. Wenn ich die Schulen jetzt baue. Ihr Sackgesichter! Achso, ich habe sie noch nicht gebaut, aber. Ich habe eine Verständnisfrage. Habt ihr kurz einen Kopf für mich? Klar. Während ihr gerade hier... Machen, außer hier der Plünderung zuzuschauen. Ja gut, dann ist ja nicht so schlimm. Also, Entschuldigung. Ich baue ja diese Gebäude in meine Städte rein und ich habe dann diese kleinen Unterreiter mit den Spezialisierungen. Kann ich theoretisch gesehen all diese Spezialisierungen bauen oder muss ich mich entscheiden für eine maximale Anzahl und muss sonst ein neues Hauptgebäude errichten? Nee, in die Spezialisierung kannst du alle bauen. Okay, das heißt, ich kann eine Kirche bauen und kann dann Waisenhäuser, Schulen, Bibliotheken und Tintenmacher bauen. Das Wichtige ist, die Spezialisierung baust du reichsweit. Das heißt, wenn du in einer anderen Provinz auch eine Kirche hast, dann zählen die dafür auch mit. Ja. Allerdings, für die Hauptgebäude hast du eben begrenzte Slots, das hast du ja schon gesehen. Genau, achso, das heißt, die stacken sich über quasi nationenweit trotzdem. Ja. Aber es macht also für den Anfang wahrscheinlich trotzdem keinen Sinn, zwei Kirchen zu bauen, sondern eher zu sagen, okay, ich baue eine Kirche und so. Also ich habe zum Beispiel jetzt in beiden Städten Märkte und habe den voll ausgebaut. Dadurch profitiere ich jetzt komplett in zwei Städten von den ganzen Effekten. Okay, ja, cool. Ja, ich habe nur einen Marktplatz bis jetzt, aber den baue ich den auch noch aus. Aber ich wollte halt zuerst, ich wollte diesen Salzhandel bauen, der empfohlen wurde. Und da hänge ich jetzt voll drinnen, weil ich brauche erst Fässer. Und Fässer brauchen Sägemühlen und dann Fassbinder und Holzverarbeitung. Es fühlt sich wirklich an, als würde man puzzeln. Ist cool. Neue Fähigkeiten Steinwallen, erlernen. Wir hätten sogar einen weiteren Supporter in unserem Krieg. Wen die Champagne denn? Kommt auch zu Hilfe. Die Champagne ist gerade bei mir und plündert mich. Scheiß auf die Champagne. Ja, die haben mir angeboten, gegen Geld kommen sie zu mir. Was sind das denn für Räudige? Ach, das ist toll. Die jetzt nicht zu mir. Das ist alles ein Problem. Niemand will mehr. Wie sieht's denn mit Schwaben aus? Steinbein, es wären nur 1000 Leute, die ich bräuchte. Du musst mir jetzt mal deine Zahlen sagen. Also wenn es realistisch ist, dann helfe ich dir. Ich habe 2000 Leute und der hat 5000 Leute. Und ich habe 1700. Niemand will mir helfen. Ich kann dir nicht helfen. Wieso kommen die nicht einfach zu mir? Ich habe dir gesagt, sie kommen zu mir. Du bist auch angegriffen, Steinbein. Damit hat sich das erledigt. Wieso? Wieso bist du denn jetzt angegriffen? Ja, ich weiß es nicht. Majestät, wir können fremde Ländereien in Besitz nehmen. Der Vater von Herzogin Ritter ist gestorben. Und wir können die Erbschaft der Irinsen in Böhmen beanspruchen. Und sich weigern uns keine Weile, es den Krieg zu erklären. Meine Stadtbefestigung zu erklären oder so. In der Kaserne? Naja, du. Das sind. Ja, du kriegst halt diese Einnahmen über Burgen und Kasernen. Nee, wir gehen nicht nach oben, nach oben. Das ist mir zu überfordert. Jetzt nicht zu mir? Ich habe Angst, dass wir uns sonst den Krieg erklären. Wir wollen uns hier erstmal ein bisschen stabiler aufbauen. Ich sehe ja gerade bei allen anderen, wie das schief geht. Audienz, Frieden unterzeichnen, jetzt kommen. Wir sehen ja gerade, wie das alles schief geht. So, aber wir gucken mal. Jetzt bin ich auch
Wir haben Kroatien. Mit Tirol möchte ich mich auch noch gut stellen. Ich baue das mal unser Angebot abgelehnt. Das ist jetzt aber. Wir wollen einen Nicht-Angriffspakt. Ich baue dabei jetzt trotzdem gefallen. Mal hier den Marktplatz irgendwie aus. Geil. Und so, dann haben wir jetzt mit denen auch noch einen Nicht-Angriffspakt. Das finde ich, auch ganz gut. Die sind jetzt auch ein bisschen mit Böhmen. Und das war jetzt irgendwie. Mit König Vaslav wollen wir auch. Ach, hier sind Söldner, sehe ich gerade. Moment, was heißt denn das, Sepp? Du warst doch der Einzige, der seinen Krieg immerhin selbst vom Zaun gebrochen ja, hat. Ja, aber ich habe den Krieg gegen anderen geführt. Und auf einmal kommt der starke Nachbar, mit dem ich mit eigentlich auch. Prinzessin Malgot Zochtza. Ach nee, doch. Dann nicht. Könnten wir uns mit Böhmen verbinden. Schwieriger. Ich habe übrigens gerade die. Ein König ist ein krasser Dude, oder? Das ist so geil, wenn dein Marschall stirbt, ist Böhmen stark? Hast du noch ausgegraut sein Fenster in diesen Slots. Und wenn du dann einen neuen haben willst und den Platz freimachen, kannst du draufklicken und die Schaltfläche vergessen. Wo ist denn Böhmen? Das müsste doch Marschall hier irgendwo Herwig vergessen und seinen Platz am königlichen Hof freimachen. Dann machen wir das, oder? Geil. Ja. Oh, Ungarn ist auch also groß. Sie wollen aber auch nicht dann irgendwie mir die Möglichkeit geben, mich da zu revanchieren und aufzugeben. Aber wieso kommen die anderen Doofies, die mir gesagt haben, sie kommen? Ich würde mich mit Böhmen verbünden, jetzt oder? Jetzt kommt auch noch Brandenburg in den Krieg. Mit Prinzessin Malgorzata. Dann bist du so richtig am Arsch. Dann, ja! Dann ja! Alle. Ja! Lass uns das, doch dafür gehen. Nein, warte das finde ich gut. So, nein, wir wollen ich bin jetzt anbieten königliche Vermählung mit Prinz Rimbert. Sie wollten mir helfen. Und Prinzessin Malgorzata. Durch Blut verbunden kann sich niemand unserer Union widersetzen. Nein, mögen Prinz Rimbert und Prinzessin Malgorzata eine lange und fruchtbare Ehe führen. Großartig. Das ist ja wundervoll. Und dann wollen wir noch einen Nicht-Angriffspakt. Ja, jetzt belagern Frankreich Sie meine Frankreich hat meine jetzt Hauptstadt. Krieg gegen Flandern. Oh, die können mich jetzt geil. Nicht mehr plündern. Wie lange dauert das, nice. Bis die das regeneriert? Dankeschön, Molotow, für den Tier 3 Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Das ist so schlimm. Okay, das heißt, wir haben uns echt gut aufgestellt jetzt erstmal. Bei uns sieht alles stabil und ruhig aus. Das gefällt mir. So, dann wollen wir die Fassbinder bauen. Und wenn wir die Fassbinder haben, können wir diese Salz-Dingsbums machen. So mag ich meine Ehen. Lang und furchtbar. Fruchtbar. Lang und fruchtbar. Schön für diesen besonders guten Tipp. Ich möchte an dieser Stelle einmal die frohe Kundschaft erzählen, dass mein kleiner, man sollte über den Prinzen nicht als kleiner reden, ne? Mein talentierter und unfassbar fähiger Sohn, Prinz Rimbert, ist erfolgreich verlobt worden mit Prinzessin Malgorzata, die älteste Prinzessin aus Böhmen. Ui. Schön für dich. Weißt du, dass Böhmen gerade Steinwallen angreift? Oh. So. Hast doch mal es sind ungefähr 10.000 Männer in meinem Land. Was? Ach, dann war das richtig mit der Einschätzung, ja, dass Böhmen stark ist. Dramatische Botschaft. Gut. Und ich was? Weiß nicht richtig, wie ich dagegen angehen kann. Deutschland will auch weiterhin nicht Frankreich angreifen für mich? Nee, Deutschland will gar nichts machen. Die haben selber Krieg. Das können die nicht. Ich kann euch leider nicht helfen. Wer könnte denn Frankreich angreifen? Aber krass, Frankreich England. Ist gerade heftig mit Flandern im Krieg. Sie alle. Und alle nur Hass haben. Ich bin die Einzige, bei der es entspannt die ist, anderen, oder? Die mir helfen, die sind gerade in Brügge unterwegs. England findet mich auch scheiße. Mit dem erbärmlichen Herzog von Lothringen würden wir niemals Geschäfte machen. Ich muss halt sagen, ich hatte einen Five-Head-Moment. Ich hatte nämlich vor 5 Minuten die Möglichkeit, meinen Anspruch auf Böhmen durchsetzen zu wollen, weil meine Frau die Tochter des Königs ist und hätte quasi verlangen können, von Böhmen mir den Thron zu überlassen und sonst mit ihr den Krieg anzufangen. Und ich dachte mir, nein, nein, Böhmen, das klingt gruselig, das mache ich nicht. Ich biete ihm stattdessen eine Ehe an und ich bin gerade einfach nur glücklich, dass ich abgelehnt habe. Ich versuche gerade auch, ich hab keine Töchter, ich glaube, das ist das Problem. Ich würde gerade, ich habe 4 Söhne, ich würde gern irgendwie, für so eine Mission habe ich gebetet. Halt ja, mein Herr. Meine Einnahmen gehen auch so krass runter. Irgendeinen Sieg, also irgendeinen Verbündeten muss ich gewinnen. Nein, ich habe 1000 aber, Mann. Das ist schwierig. Deine Armee besteht ja aus einem Dude von Pony mit einer Standarte. Wir haben 1000 Männer. Theoretisch, aber ich kann ich, hier diese bauen? Belagerungswerkstätte, wie bekomme ich die Belagerungswaffen? Jetzt hätte ich ziemlich der Papst auch noch irgendwie Deutschland. Also, ja, nee, du kannst als Unterstützungsding, das ist über den Trupp Vorratswagen und sowas. Genau, und da kannst du auch Belagerungswaffen kaufen. Mein Herr. Ah.
Ramborg, Katapult. Ah. Jetzt will Lang Toulouse. Das war doch keine Zwangshochzeit. Das ist eine wunderschöne, wie blöd seid ihr denn alle? Gebildete Frau. Das ist eine Hochzeit aus Liebe. Ich habe, glaube ich, nicht wirklich irgendwelche Optionen, Majestät, hier gegen Frankreich was zu tun. Aber Frankreich greift dich an, ohne Flandern. Ja, wir bekommen Salzhandel. Ja, ich glaube, erstmal mich. Das ist mega gesagt. Gut. Jetzt marschiert hier Deutschland noch alles. Demonstrativ durch mein Land mit einer Armee. Wir kriegen hier an Salzhandel. An der Belagerung vorbei, die meine Männer gerade heldenhaft erdulden. Ich sehe es, Alter, 8000 Leute sind in oh, deiner fehlt mir Stadt. Das ist noch so Geld. Schlimm. Jetzt kommt ihr mit einer weiteren Truppe. Kacke. Aber mir fehlen hier noch Handelspunkte. Brauche ich dann wahrscheinlich Deutschland. Noch ich schlag jetzt hier mal eine Schlacht. Aber Gerichte. Wenn die anderen kommen, bin ich im Eimer. Krass. Alter, ist das heftig. Ey, das ist aber wild. Also hatte ich ja noch Glück. Um die Ausbildung unseres Prinzen kümmern. Ja, das können wir gleich machen, aber ich möchte hier nochmal einen Marktplatz bauen. So, jetzt habe ich Deutschland dazu gekriegt, Frankreich anzugreifen. Eine Kaserne klingt, glaube ich, auch gut. Ich möchte aber den Handel aus. Ich kann mir das halt nicht. Ich habe nicht genug Marktdings gerade dafür. Ich bin jetzt, glaube ich, aber auch in irgendwie einem Gebäude wurde fertiggestellt. Ich unterstütze jetzt Deutschland gegen Böhmen dafür auch, aber das muss ja nur muss ja nichts heißen, ist halt ein Papierkrieg. Unterrichten wir in... Jetzt Deutschland, jetzt mach halt aber auch was. Ich sehe dich da wegziehen. Du sollst jetzt Frankreich angreifen. Ich habe dir 2400 gegeben. Also bei mir hat das auch nicht geklappt, die da was machen. Ich will jetzt nicht zu viel Hoffnung geben. Ja, das habe ich schon gesehen, dass ich hier quasi eine Kaserne wahrscheinlich brauche dann dafür. Ja, schön für damit dich. Ich leichte Einheiten holen kann. Hab ich verloren. Dankeschön, Herr Stinnermann. Vielen Dank. Der König von Frankreich persönlich belagert gerade meine Stadt. Und ich glaube, er hat sie das auch. Das habe ich schon gesehen. Also, wir haben jetzt hier. Ich habe eine Rebellion. 230 Wo Mann. Wo kommt die denn jetzt her? Das passt. Wer kämpft ein jetzt katholisches gegen Böhmen? Königreich wurde aus unserer Kirche verstoßen. Oh. Deutschland kämpft gegen. Nee, ja, kämpft mit Böhmen, glaube ich. Mit? Boah, ich dachte, wir kriegen jetzt Hilfe. Warte mal, was ist hier los in Böhmen? Okay, ich hätte gerne diese Kaserne. Was bringt mir denn jetzt diese Salzminen? Die machen jetzt Salzvorkommen und Fässer, Salzproduktion. Wir kriegen jetzt hier dieses Gold. Minus 12 Stabilität im Königreich haben. Also wegen dem Krieg, ja. Ich bin die Einzige, bei der es gerade voll entspannt ist. Ne? So ein Provinzler macht hier eben mal 5000. So. Derweil wurde übrigens Venedig exkommuniziert. Ach, gewonnen. Müssen nur noch wieder zurück nach Meißen kommen. So. Bitte. Schneller, 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 schneller. Okay, also Erleuchtungsmission in Konstantinopel. Ja, mach das mal. Du hörst doch die drei. Ist das nicht genug Salz? Nein! Du brauchst einen Handelspartner für Salz. Ein neuer Papst steht der katholischen Kirche vor. Oh nein, der Papst! Neuer Papst. Der Papst ist tot! Lang lebe der Papst! Erreicht. Können wir hier aus der Schlacht und zurückziehen? Gibt's doch gar nicht, das ist ja insane doof hier alles. So, ich sammle jetzt hier mal meine Bauern in Straßburg. Was? Einberufung, das... Ich das kann ich mir nicht leisten gerade. Das kann jetzt, ich mir nicht leisten. Die Polen nicht Angriffspakt haben. Okay, wenn ich noch mehr, um noch mehr handeln zu können. Das schaffe ich mit Leichtigkeit. Du kannst die weiße Flagge drücken, aus Schlacht zurückziehen, wenn du auf die Schlacht gehst. Jetzt habe ich hier noch Handel ausweiten. Ich bräuchte noch einen Händler, oder? Massive Verluste. Krieg gegen Toulouse ist beendet. Mega. Das heißt, ich hole mir jetzt quasi noch einen Kaufmann. Zur Verfügung, Herr. Mit Königreich Handel betreiben. Und dann würde ich einfach mit Böhmen hier nochmal Handel betreiben. Meinung der Armee verbessert. Nice. Ah, ich habe nicht genug. Deutschland kommt vielleicht. Ich sehe nicht, was mir fehlt. Ich dachte, der geht vielleicht. Nee, die gehen beide runter. Oh Gott, ihr Schweine, ihr Kameradenschweine. Ich verstehe nicht, was mir fehlt gerade, um ehrlich zu sein. Eine weise mein Gott, ich brauche einen neuen Marschall. Ja, ich müsste doch alle, einfach... Die fragen, das Kampfsystem hat auch einen ATS-Modus, aber nicht im Multiplayer. Dann wird jetzt richtig gerippt. Was sind denn das für Säcke? Ich habe doch 40 Säcke. Wir müssen da einmal durch, I like. Ja, die Franzosen haben jetzt ein bisschen Probleme allmählich auch, weil Platz die haben jetzt ihren haben dafür. Und sie kämpfen jetzt auch gegen Deutschland. Also vielleicht mal schauen. Ich...
versuche derweil... Was macht der Luxemburg da für eine krasse... Okay, ach, die haben auch eine Rebellion. Politische Übersicht. Nee, die haben einfach eine... Die kämpfen ja gegen mich. Weil die dann noch 5000 Leute irgendwie stationieren gerade. Das ist quasi nicht das, was ich frei habe. Ich werde jetzt versuchen, okay, das heißt, ich baue hier jetzt noch einen Marktplatz. Und der Marktplatz macht mir noch mehr frei quasi zum Handeln. Nee, kostet 500 Gruppenwährung, kommt. Wir bauen noch einen Marktplatz. Lass uns einfach hier gemeinsam kann ich hier bei dem Marktplatz das noch irgendwie erhöhen? Hatte ich damit geht auch. Geld mega hoch. Gut, ey. Da kriege ich auch mit Gerichte kriege ich auch noch ein bisschen mehr. Jetzt habe ich hier also eine ausgeglichene Schlacht gegen Luxemburg. Wenn ich die gewinne, wird's gut. Wenn ich die verliere, ist es ein Problem. Jetzt verstehe ich. Also das ist mein Handelsvolumen. Das heißt, ich muss mein Handelsvolumen erhöhen und dann kann ich mehr machen wieder. Hallo Lupus. Ist der Spruch beim Papst auch gültig? Eigentlich ja nicht, da das Amt des Papstes ja nicht nach dem Tod direkt auf einen neuen Amtsträger übergeht. Der Papst ist zwar auch Monarch, aber eigentlich funktioniert der Spruch ja nur bei Erbmonarchien. Es war auch mehr ein Joke. Ja, das ist, glaube ich, nicht für den Papst bedacht. Jetzt einmal nicht, weil ich muss kurz Geld sparen, damit wir gleich hier nochmal den Marktplatz ausbauen. Ich habe noch einen Lauf. Ich habe hier noch einen Dude angeheuert. Den schicke ich jetzt auch gleich los, dass der möge Sachen macht. Euch die Sonne den Weg weisen. Sattelt meinen Esel. Sattelt meinen Esel. Und der soll hier... Schlechte Bücher gibt es nicht. Wohltätigkeit. Eine Konstruktion wurde Höflichkeit. Herr. Das Schreibkunst nicht wollen tun. Wir dann auch machen. Ne? Was ihr verlangt, Handel ist auch gut. Ist nicht möglich. Okay. Jetzt ist unser Handelsvolumen, ist 45, ist immer noch nicht perfekt, aber zumindest noch ein bisschen besser. Und wenn wir jetzt noch die Gerichte bauen, kriegen wir noch ein Handelsvolumen extra. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Deutschland bittet uns, wie kann ich denn auf Pause drücken, ganz kurz? Wo ist denn die Pause, der Pause, wo ist denn das Pause-Ding? Gott, ich sehe es nicht. Ist P mit Pause? Ja. Hallo. Oh, das ist pausiert. Ich habe ganz kurz pausiert. Jawohl. Wer von euch ist jetzt alles mit Deutschland gerade im Krieg? Nee, ich nicht. Deutschland niemand. Wir sind alle für Deutschland. Also wir versuchen eher Deutschland auszunutzen, dass es unsere Kriege für uns rettet. Aber Deutschland war nicht sehr vertrauenswürdig, right? Bislang weniger. Jetzt habe ich mit bisschen Geld sie mal in meinen Krieg bekommen. Also weil die bitten mich gerade, dass ich mich ihrem Krieg anschließe. Gegen wen? Um eine Chance zu haben, Frankreich zu besiegen. Ja, mach da auf jeden Fall mit. Scheiße. Was habe ich denn davon? Ja, nichts. Aber nix. Ich hab da was von. Krieg? Nee, ich will keinen Krieg. Okay, dann können wir wieder. Sorry, ich wollte nur einmal sicher gehen, bevor ich aus Versehen euch irgendwie ins Töpfchen oder so haue. So, ich hoffe einfach... Du hast ja aber, Steinwein, in Erfurt hast aber Stabilität gerade nicht so am Start, ne? Nee, deswegen ja auch eine Rebellion. Was soll ich machen? Sag mal, Maurice. Ja. Warum hast du denn 0 Punkte? Weil mir meine Hauptstadt geraubt wurde von der luxemburgisch-französischen Invasion. Das ist ja unangenehm. Ja, aber ich muss sagen, ich bin der Einzige, der... Oder, ihr habt ja selber angegriffen, aber ich... Nee, ich nicht. Luxemburg hat mich angegriffen und dann hat sich ganz Frankreich dem angeschlossen. Stimmt, sowas. Unsere Errungenschaften und Waren. Wer jetzt auch wieder die Schuld auf mich schiebt, ey. Wir haben jetzt Luxemburg ein bisschen geschwächt immerhin. Deutschland macht jetzt hier ein bisschen Frankreich platt. Das finde ich ganz gut. Jetzt kann ich die zusammennehmen. Ah, der hat ja mehr Leute. Wieso hat der so einen krassen General? Ah, die Holländer. Ja, ich verstehe auch nicht, warum der Herzog von Luxemburg... Ich habe schon jemanden in der zweiten Stadt, der das regiert. Warum hat der 15... Ich habe da schon einen Marschall. Ja, lauf schneller! Ja, wir haben es wieder Graf Reginald. Ich will den gleich zum Handeln losschicken. Ich warte nur gerade drauf, dass mein Handelspensum sich erhöht, damit ich den losschicken kann, quasi. Ja, bin ich auch der Meinung. Aber wir ziehen gerade in die falsche Richtung. Und dann könnten wir hier... Was ist das da oben? Ist das nochmal? Hat Luxemburg 2 Armeen? Wie kann Luxemburg 2 Armeen haben? Hausungen, Bordelle, Äquadukte, also wieder große Wurst. Häuser. Der Holländer rennt einfach mit seiner Armee mir hinterher. Unser Prinz kann jetzt neue Fähigkeiten erlernen. Welcher ist es denn? Ja, das machen die. Euer weiser Herrscher. Das ist alles ein Problem hier, Leute. Von hinten ach, der raus. Kleine. Den machen wir Bogenschießen. Jawohl. Oh mein Gott.
Ist das gut? Das ist ja Comedy-Tour ja, hier. Das funktioniert ja richtig Rebellen gut gerade. Das finde ich gut. Das ist ey, selbst du machst ja auch richtig Geld, sehe ich, ne? Ja, ja, plus 200, also das. Easy Game. Wo kommt denn das her? Keine Ahnung. Das ist derweil, hier ist das echt ein Problem. So. Also ich habe halt einen ganz guten Typen halt, ne? Wollen wir hier? Ja, mein Herzog ist gestorben. Heute werden so die Geschäfte laufen. Profitables oh, jetzt lässt er ab. Jetzt hat er gerallt, dass ich bei ihm ein Falle. Regierung so, also irgendwie hat Deutschland jetzt hier eine Burg von Frankreich zurückerobert, aber ist nicht geneigt, vielleicht noch die Stadt auch zurückzuerobern oder mir gegen Luxemburg zu helfen. Belagerungskunststrategie oder Verhandlungen über Verhaltungen. Der Papst hat die Ketzer exkommuniziert. Ja, oh, Frankreich ist exkommuniziert? Was? Oh. Ja, ihr schäbigen Ketzer. Ich bin der größte aller Katholiken und ihr greift mich nicht an. Ich deswegen, kann das tun. Im Vatikan trinken sie immer Lothringer Wein und sind jetzt ganz empört, dass die Versorgung eingestellt wurde. Oh Gott. Das ist super schwer, jetzt, das hochzubekommen. Jetzt kriege ich doch sicher noch Leute hier dagegen. Mir fehlt auch einfach das Geld, um das hochzubekommen. Oder vielleicht hier Schwaben. Ich brauche halt diese Gerichte. Und die kosten 1600. Also, wo bleibt eigentlich mein Verbündeter? Ah, da das kommt er. Da so kommt er. Viel. Ja, kommst du her? Gehst du mir? Ich hätte auch gerne einen Verbündeten. Ich habe dafür 2000 halt ausgegeben. Der kann ja wohl gut mal irgendwas tun hier. Das ist Polen gar jetzt mal nicht gut. Polen ist meine einzige Hoffnung. Scheiße, ich bin am Arsch. Ich da bin richtig halt fett zwei, am Arsch. Was? Warum? Gerade klang es doch noch so gut. Oh nein, 5000 Truppen gegen 3000. Das ja, dann habe ich 49. Ich brauch 50. Ist, man ich weiß. Kann ja nicht endlos Truppen regenerieren. Man braucht ja Bevölkerung dafür. Und übrigens, Leute, weil ihr die Söldner sagt, die kosten 700 bis 2000 für einen Trupp. Da kann ich mir gar nichts holen. Irgendwer müsste jetzt noch Luxemburg angreifen. Was sind die Feinde von Luxemburg? Weil also ich glaube, sonst haben wir keine Gebäude, die das Flandern machen. Flandern. Es gibt nur Nahrung und so weiter. Und Schwaben. Ja, Flandern ist mit mir im Krieg, die können dir nicht die helfen. Die Kunsthandwerker geben auch noch mehr. Und Flandern ist quasi tot. Aber das ist noch Mist. Teurer. Ja, wahrscheinlich auch von Luxemburg. Luxemburg ist was hier der, Handel ich da wieder irgendwie der Oberbabo, habe ich das Gefühl. Geil, Kaufmann war zufrieden, das klingt so sehr gut. Das ist doch schon. Ich meine, derweil hat, also Frankreich hat, glaube ich, ganz gut uns auf die Fresse geschafft. Wir haben gerade richtig Geld bekommen hier. Unsere Erlaubnis, unseren Segen gegen was jetzt Ungarn. Hier, die kommen wieder an. Die werden Krieg zu ziehen, wir tun, warum wir euch bitten. Nein. Aber jetzt haben wir richtig Geld bekommen gerade mit dem Handel. Das heißt, wir können hier auf uns fehlen Schreibstuben dafür für die Gerichte. Die Leute kriegen wo bekommen wir Schreibstuben erstmal her? Schreibstuben sind doch sicher in der Kirche, oder? Schulbibliotheken, Tintenmacher, Waisenhäuser. Und gegen die Champagner, Hospitäler, aber nicht gegen Luxemburg. Sechs. Apotheken, Hospitäler. Wo sind denn die Schreibstuben? Okay, wenn wir nochmal gucken. Schreibstuben. Ja, wen könnte ich noch gegen Luxemburg hetzen? Ach, die muss ich hier auch lernen. Die sind auch hier mit drinnen. Okay, das heißt, wir bauen jetzt hier eine Schreibstube. Und wir bauen, also, die baue ich gerade in Klagenfurt, ne? Auf jeden Fall eine wilde und dann bauen Sache, wir hier, achso, nee, das baue ich gerade da drüben. Alter. Und dann bauen wir hier in dem Ding. Meine Rede. Ach, das ja zählt für beide. Wie läuft's denn ich bei muss dir, das Steinwald? Gar nicht doppelt ausbauen. Es reicht, wenn ich es einmal ausbaue. Königlichen Hof das zu treten. Ist gut. So. Dann ich noch eine oh, Prinz Rimbold ist erwachsen. Dass sie mir Verwaltung. Und jetzt habe ich nur noch Brandenburg, die mit 6000 Mann da rumlaufen. Ist ja quasi gar nichts. Seine ah nein, cool. Die Adligen haben jetzt Deutschland Familie die Treue geschworen und nicht mehr mir. Mega. Okay. Ach, die Rebellen greifen mir jetzt Meißen an. Wundervoll. Oh. Aber die Polen helfen mir jetzt. Oh, wie geil. So. Das ich kann hier aber einfach gar nicht also ordentlich sitzen. Das ist schon auch irgendwie alles cool, ne? Scheiße gerade, so wirklich. Kommen? Alles katastrophal. Wie kann ich den denn ich jetzt als meinen Erben auswählen? Belagerungsausbruch in Meißen. Ich müsste doch irgendwo. Aber wir können. Eine Verbesserung wurde abgeschlossen. Der Feind will ein. Holland bietet Frieden an? Muss ich nachdenken. So. Kommen wir hier mal ein bisschen mit. Ach, Erbe wird immer der Älteste, aber ich dachte, man kann das auswählen. Nee, das sind meine Typen. So, jetzt haben wir die Schreibstuben und jetzt können wir die Gerichte auch noch bauen.
Okay. Holland, ihr seid cool. Holland ist cool. Holland ist cool. Holland ist zu stark, leider. Ich habe jetzt Frieden mit Holland. Aber jetzt müsste doch eigentlich durch die Schreibstunden geben uns nur Bücher. Die blöden Flanderen. Die Gerichte müssten wir jetzt eigentlich plus 4 haben. Jetzt gibt's auf die Fresse. Aber das reicht uns halt immer noch nicht. Ich will jetzt, irgendwer muss bluten hier. Also dann habe ich 9 und was mache ich denn dann? Ich habe mein Handelspensum halt. Ich gerne mal irgendwie wen verheiraten, also dass ich mir Verbündete machen kann. So. Das ist ja scheiße. Stimmt, Heirat ist noch eine Idee. Kunsthandwerk. Heirat, Schmeirat hier. Heirat jetzt noch. Ja, ich habe Böhmen, ne? Das hat gut funktioniert mit Böhmen. Das hat sich angeboten. Majestät, die Wie, du hast Böhmen erobert? Nein, nice. Ich bin reingeheiratet in Böhmen. Mein ältester Sohn ist mit der Tochter des Böhmen-Dude verheiratet. Guck mal, Pia hat das gespielt, so wie man das Spiel eigentlich spielt. Und nicht nur auf Krieg und so. Ja, ich habe ja keine Töchter. Ich habe auch keine Töchter. Ich habe mir seine Tochter geholt. Aber man muss an der Stelle sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin die Einzige, die das, was Steinwein gesagt hat, sich zu Herzen genommen hat. Weil Steinwein meinte noch, er hat Angst vor dem Spiel, passt auf vor dem Krieg. Eine halbe Stunde später führen alle Krieg, außer ich. Ich wollte ja keinen Krieg. Die haben mich einfach angegriffen. Wo hast du denn eine Hochzeit irgendwie vorgeschlagen? Ich kann das irgendwie gar nicht machen. Weiß ich gerade auch noch nicht so genau. Du musst unter Diplomatie gehen. Mit einem Diplomaten? Oder? Nee, du gehst quasi, du klickst den an und dann gehst du unter, du gehst unter deinem König, wo ist es? Wo hatten wir das? Nicht königliche Familien, sondern da, wo dein Diplomatiefenster ist. Wenn du ein anderes Land quasi anklickst für deine Freundschaften und so weiter. Und unter, warte, ich muss gerade ganz kurz, ich habe 30.000 Dinge, die gerade gleichzeitig aufpassen. Immer nur diesen ausgegrauten Heiraten. Dann hat er keine Kinder, mit denen du es verheiraten kannst. Naja, obwohl ich eigentlich 4 Söhne habe. Bald sind wir da. 4 stramme Söhne. Was ist euer Wunsch? Wie kann ich diese Söldner jetzt kaufen? Sehr schlimm. Und dann siehst du diese Einheit und jeder kostet irgendwie Geld. Meine Truppen warten. Musst du gucken, ob du genug Geld hast. Oh mein Gott! Das ist ja sauteuer. Was sind das denn für Preise? Mondpreise. Oh. Wollen wir Armee, Leute? Wow. Brauchen wir Armee? Eure Befehle? Wir brauchen diese Verdammten. Mein Herr, unser Adel ist zufrieden mit uns. Majestät, wir haben eine Verbesserung abgeschlossen. Ja, die habe ich auch kaum. Das ist tatsächlich gerade voll das Problem. Wo kommt man die denn her? Aus Burgen, also in deiner Region. Ich glaube, die Kaserne hat ein Gebäude, was die produzieren. Ich habe uns jetzt einfach mal welche geholt, einfach damit wir da die Stadtwache, glaube ich, nur mal sicher gehen und ein paar Sachen haben. Aber sind das nicht für den Fall der Fälle sind wir vorbereitet jetzt, ne? Weil die sehen anders aus, die... Jetzt haben wir hier ein bisschen was. Anderes. Stadtwachen sind einfach Verteidigungseinheiten, wenn du belagert wirst. Ist auch nicht schlecht. Das macht sehr viel Spaß und es freut mich, dass ihr mir helft, Chat. Schon wieder Rebellen, ey. Muss wieder bei Polen betteln. Jetzt kommt Deutschland tatsächlich an und will sich Nancy holen. Die Frage ist, krieg ich das dann zurück? Nee, das ist... Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Mein König ist übrigens auch gestorben jetzt. Nein! Ja, meiner sieht auch aus, als würde er bald sterben. Ich hab eine Loyalisten-Rebellion. Ich glaube, die wird jetzt gleich platt gemacht. Hier, 2400 Lothringer Loyalisten haben sich erhoben. Oh mein Gott, ich auch hab. Das ist ja fantastisch. Das, immerhin. Ja... Wenn die jetzt gegen Frankreich kämpfen, will ich gemeinsam mit ihnen. Komm, Deutschland, du musst jetzt noch diese Armee. Wenn Deutschland jetzt noch diese Armee platt machen würde. Aber dafür ist Deutschland nicht verlässlich genug. Ich habe eine blöde Frage. Bei den Gebäuden, wenn ich den Marktplatz in 2 Städten baue, wird der auf beiden gesynkt?
Ja. Also wenn ja. ich in dem einen ja. was baue, ja, ja. dann baut er in dem anderen das auch? Ja, ja, aber es kostet nur okay, eins. Luxemburg hat eine zweite Armee, da kann ich nichts gegen machen. Ach, ich dachte, ich kriege die erste gerade noch irgendwie. Ja, ja, weil es deckt dann. Du hast dann quasi, es zählt dann wie doppelt. Aber ich habe gerade auch so ein bisschen die Problematik, ich habe meinen Marktplatz auch ausgebaut und mir fehlt jetzt von meinem Handelsvolumen fehlt mir ein Säckchen. Und ich finde nichts mehr, was ich bauen kann für noch ein Säckchen. Du kannst auch deine Leute verbessern. Manchmal gibt es da auch Säckchen. Mein Name ist ganze Goldsäcke wert. Ich warte nur, Leute, kriegen wir da auch Säckchen? Lagerung von Straßburg. Jetzt kann ich unsere Ausgaben optimieren. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ah, und jetzt könnte ich den aber hier in die Stadt setzen, dass ich den quasi... Vergebt mir die Störung, Majestät, aber eure Baumeister erwarten eure Befehle. Nein, jetzt kommt hier Frankreich mit einer zweiten Armee, um meine schöne Loyalistenrebellion platt euer zu machen. Euer Schatzmeister ist euch zu Diensten. Das ist nicht gut. Jetzt habe ich noch weniger Handelsdinge als vorher. Aber die hätten das sonst geschafft, aber weil Deutschland nicht hilft, Leute. Ich verstehe es nicht. Doch, Deutschland hilft. Da kommt Deutschland. Euch, Deutschland, tu was. Ich dachte, der hatte mehr Handel als Händler. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Nein, die Rebellen, sie werden... Es waren treue Lothringer. Ich dachte, der hatte mehr Handelsgeschichte als der andere. Es ist so wild. Jetzt rebellieren meine eigenen Leute in Köln und greifen mich selber an, während ich im Krieg bin. Eine unmögliche Mission. Kann ich nicht hier irgendwas machen? Ich muss doch Dankeschön, irgendwas Elinator, tun können. Vielen, vielen Dank für die 15 Monate. Dankeschön, Dankeschön. Nee, ich hatte 49 vorher. Tu was. Und jetzt sind es wieder 46. Wenn ich den. Aber ich glaube, wir hauen hier die Luxemburger Armee ganz gut in der Belagerung. Ich habe das Gefühl, wenn ich den. Jetzt haben die leider meine tollen Loyalisten weggehauen. Ich kann Deutschland reinsetzen. Die Schlacht, die mal mir. Oh, jetzt kommt es hier richtig, glaube ich, zur Schlacht. Das scheppert jetzt richtig. Nee, Deutschland zieht ab. Deutschland hat die Stadt, die mir mal gehört hat, erobert. Danke, Deutschland. Für deine gute Kameradschaft. Aber die sind immer noch Lothringen gegenüber treu. Die werden sich wieder erheben. Lothringen ist nicht klein zu kriegen. Und derweil die Garnison von Straßburg zerschmettert die Luxemburger Angreifer an den Mauern. Ich sag's euch. Jetzt haben wir 51. Das ist alles erbärmlich. Geil. Warum stört aber meine jetzt Gedanken? Kann ich mit Nein, ihm... das wendet jetzt sich kann zur ich Glorie, hier Steinball. Mit Böhmen auch noch Krieg sicher, für, noch Handel Leben. Führen. Okay. Und macht damit also, noch mehr Geld oder, jetzt, oder? Mehr? Die Lage. Ja, mein Herr. Die Lage wendet sich leider nicht und zur Glorie. Und dann kann ich mich hier... Lass Sie mal, oh, ich sehe gerade. Noch mehr Armee holen. Ja, das sind Erfurter Rebellen. Und auf der anderen Seite wird Meißen belagert, oder was ist das? Ja, so, kann ich meine Armee auch irgendwo... Und die Deutschen stehen einfach rum und gucken... Ich sehe es, die haben gar keinen Bock, ne? Reinsetzen, okay. Damit sie nicht Seppi einfach so dir. Rumsteht. Was ist los? Hast du noch Krieg? Ich habe gerade noch Krieg gegen Flandern und nehme gleich hoffentlich meine erste Stadt ein, während ich gleichzeitig meinen Rebellen okay, und ich gehe mit meiner Armee jetzt nach Ljubljana. Ja. Geil. So, Handel mit Ljubljana aufgebaut und das gibt uns jetzt wieder Geld. Was hast du? Ja, geil. Böhmen hat den Frieden unterschrieben und deswegen muss Brandenburg abziehen. Ich lach mich tot. Dann hat das funktioniert mit dem Handel. Was sind das eigentlich für Dudes? Geil. Reden. Britannien rödelt hier einfach Weltklasse. Durch mit 6000 Leuten. Das ist ja wild. So. Und dann wollen wir. Aber wir wollen auf jeden Fall Steuereintreiber. Das die hat sich noch selten ein bisschen was mehr so Geld, ne? In diesem Moment. Es ist wundervoll. Ich bin sehr, sehr glücklich. Jetzt müssen wir nur noch die Rebellen besiegen. Eieieiei. Okay, also Deutschland hat Frankreich jetzt bezwungen. Das Spiel ist neu, jawohl. Aber leider auch meine ehemalige Hauptstadt eingenommen. So. Egal. Gott, so sitzen mit dieser Rüstung. Ja, wir gehen auf jeden Fall über die Wirtschaft da rein. Das ist sehr viel angenehmer. Ich kann eigentlich Graf Everald wegballern, oder? Weil ich brauche den ja gar nicht. Und der kostet mich ja, wenn dann, gerade nur Ressourcen. Den brauchen wir eigentlich gar nicht. Ach so, aber dann mögen mich Leute nicht, weil ich ihn weggeschickt habe. Dann lasse ich ihn da. Dann lasse ich ihn da einfach erstmal sitzen.
Er tut ja auch erstmal nicht weh, wenn er einfach da bleibt, ne? Behalten wir ihn einfach da. So, dann haben wir hier Brennöfen. Ach, guckst du mal, das wäre viel billiger gewesen. Da hätten wir auch Säckchen bekommen. Das war ja nicht so klug. Das habe ich nicht gesehen. Ja, gut. Man lernt, ne? Man lernt dazu. Aber das wäre leichter gewesen. Auch in Echtzeit führen, wenn man möchte. Das kann man selber entscheiden, ob simuliert wird oder die Schlachten selber gekriegt werden. Also, komm, Deutschland, bitte. Rebellion beendet. Oh, meine Güte. Oh, ich hoffe, ich habe gleich endlich diese blöde Stadt. Oh, ich kann sie schon angreifen. Ja, moin, warte mal, dann warten wir auf die Verstärkung. Ich habe gleich meine erste Stadt eingenommen, Leute. Das ist ja schön für dich. Das hat auch nicht lange gedauert. Ich bin immer noch bei 0 Punkten. Ja, ich habe eine Stadt verloren, die andere wird belagert. Für die aber Schaden. Ich habe eine Armee. Doch, ich habe eine Armee. Aber beachtet mal, hatte nicht gerade Pia noch 900 Punkte? Bitte? Nee, das war ich hab nicht so viele Punkte. So, nee. Ich befühle mich, als wäre ich gut dabei, aber nicht so gut. Verstehe. Also die Luxemburger, die bluten hier weiter an den Mauern von Straßburg. Das ist ganz gut. Wild. Vielleicht können sie dann irgendwie, vielleicht geht dann mal ein Frieden. Wie ist denn inzwischen bei euch mit Frieden, Leute? Was ist Frieden? Der Virus hasst mich einfach. -9. Aber Stabilität im Reich. Oh, London ist bereit, Luxemburg anzugreifen. Die haben aber keine Truppen. Haben die also gar nichts? Also ich nehme gerade die eine Stadt von denen ein und die andere Stadt. Also die wurden gerade die ganze Zeit von Frankreich geraidet. Also ich würde denen jetzt nicht Geld in den Rachen schmeißen für keine Unterstützung. Du musst sie in Frieden lassen. Was ist denn? Oh, Luxemburg. Leute, Luxemburg hat eine Rebellion. Sehr gut. Ja. Das eigene Volk hat die Unrechtsherrschaft von Luxemburg. Die wird niedergeschlagen leider, aber trotzdem. Das hat ihr jetzt erstmal ein bisschen ihre... Aber sie müssen rekrutieren. Also sie sind jetzt zumindest geschwächt. Ja. Das eigene Volk hat die Unrechtsherrschaft von Luxemburg anerkannt. Ich sag's euch, Nancy, da werden noch, die sind immer noch 100% treu gegenüber Lothringen. Die werden 100% nochmal rebellieren und wieder in meine Umarmung zurückkehren, während Deutschland hier jetzt weiter gegen Frankreich Stress macht. Das werden das alles noch gedreht kriegen, sage ich euch. Irgendwie kriegen wir es noch gedreht. Dankeschön, Drago, für 25 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Jetzt habe ich den aktiven Verteidigungspakt gegen Böhmen geschlossen und Polen hat sich angeschlossen. So. Wir sind doch lernfähig. Wollen wir noch Behausungen haben? Heißt die Stabilität, meine Güte. Ah, irgendwas juckt mich hier an der... Ach du Scheiße. Ah, Dankeschön, Drago. Es juckt am... Wenn ich komme, ich an... Da ist ein bisschen mehr drauf bei Rüstung im Weg. Und es juckt. Mein Rücken... hier. So, derweil gibt es hier weiter wirklich Krieg zwischen Frankreich und Deutschland. Kratzen. Okay. So. Deutschland und Böhmen sind durch. Können wir da das? Köln sind Söldner aufgetaucht. Was heißt das denn jetzt? Von denen kannst du Armee kaufen. Das ist was Positives. Die tun dir nichts. Die siehst du auf der Karte. Das ist so ein Lager und da musst du mit deiner Armee hinlaufen und dann kannst du quasi sie dort kaufen und in deine Armee direkt reinziehen. 1800, ach, das sind die krassen Motherfucker, ne? Naja, ich habe mir auch ein paar gekauft, aber die sind schon sehr, sehr teuer. So, jetzt ist tatsächlich meine Nahrung gleich weg. Jetzt muss ich dann allmählich einen Ausfall gegen Luxemburg machen und hoffen, dass meine 2500 gegen 1900 Mann, dass das irgendwie ausreicht. Ich befürchte leider nicht. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann bin ich raus. Dann muss ich neu wählen. Aber auf, Männer! So. Auf! Also ich werde als im Vorteil angezeigt. Bevölkerungswachstum. Da finde ich hier Bäder. Okay, das geht in die Hose. Was? Fuck. Man kann übrigens einem gefangenen Rebellenführer anbieten, irgendwo anders zu rebellieren. Wer ist das denn? Das kostet aber eine Menge Geld, leider. Ungarn hat uns den Krieg erklärt. Warum?
Jetzt geht's bei mir auch los. Majestät, unsere Feinde haben einen neuen Verbündeten. Ich hab doch nichts getan. Ja, ich auch nicht. Oh, ist das ätzend. Majestät, die königliche Familie. Okay, also Deutschland will nicht Luxemburg angreifen, weil sie so erschöpft sind, sagen sie. Was heißt denn für Ordnung sorgen? Ich habe jetzt eine Stadt erobert. Muss ich die annektieren? Ja, Ordnung sorgen. Du kannst entweder einen Kleriker schicken, um die friedlich zu dir zu bekehren. Oder ich das, wenn ich Frieden machen möchte und das eingenommen habe, dann behalte ich das aber trotzdem, oder? Du behältst es so oder so, aber die Bevölkerung rebelliert irgendwann gegen dich, wenn du nicht entweder für Ordnung sorgst oder wenn du, Dings machst, den Kleriker machst. Und Ordnung sorgen dezimiert, glaube ich, das Volk ein bisschen und macht dich unbeliebt bei den Nachbarn, aber ich glaube, die dürften dich eh hassen. Das ist richtig. Ey, Leute, wir rotten jetzt hier diese Luxemburger Stumpf und Stiel, rotten wir sie aus. Ein neues Gebäude wurde fertiggestellt, Majestät. Manchmal, weil deine Leute, weil du schon genug hast, manchmal vielleicht auch... Bei mir ist 16 von 20 und die Zahl 16 ist rot und es geht nicht mehr voran. Und ich weiß nicht genau, warum. Okay, ich hoffe, das schaffen wir, was wir hier für einen Quatsch vorhaben. So, wir haben die Luxemburger zurückgeschlagen. Warum möchte Böhmen mich nicht mehr? Warum mag mich Böhmen nicht mehr? Was ist denn, wo ist denn die Unterstützung jetzt von Böhmen, die mir zugesichert wurde? Schande. Ich denn so einen Kleriker, was ihr meinte? Dafür brauche ich wahrscheinlich einen Kleriker in der Abtei oder so, ne? Kirche? Endlich wieder warmes Essen. Ihr meintet doch gerade, jetzt kommen noch mal 2000 Luxemburger. Ich habe doch gar keine Nahrung mehr in dieser Stadt. Maurice? Ja? Du meintest, man kann Kleriker schicken. Wie macht man das? Auf den Kleriker klicken und dann hat er die... Der hat dann eine Aktion. Wir marschieren los. Ach, einen Kleriker muss ich rekrutieren. Entschuldigung. Gut, ich glaube, die werden mich jetzt hier Platz geben. Geld und richtig viel Klugheit. Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. Dankeschön, Mao. Vielen, vielen Dank. Wir haben noch mehr Leute. Wir haben halt keine Nahrung. Mein Schwert aber unsere, was ist mit unserer Loyalisten-Rebellion? Danke, ihr Lieben. Platt gemacht. Für die Ehre! Deutschland, warum? Das ist meine Stadt. Lass doch die Bauern sie zurückerobern. Wir sind doch befreundet, Deutschland. Vorwärts! Haben wir hier wieder eine Belagerung. Wir müssen wieder den Ausfall machen. Autsch. Vernichtet die Luxemburger! Vernichtet sie! Ach, ich wünsche, die Bauern würden etwas besser kämpfen. Ich will gar keinen Krieg führen. Kriege sind scheiße, die kosten einfach nur Geld. Das sind echt gute Leute, diese Lothringer Loyalisten. Die haben sich jetzt schon zweimal erhoben. Werden beide Male blutig niedergeschlagen, aber zweimal haben sie schon bereits probiert, jetzt kenne ich mich sich mit Kriegskunst für aus. Herzog Oswald in die Bresche zu neue werfen. Taktiken sind immer hilfreich. Halten wir denen noch mal wir Rücken. Haben ein neues Gebäude ja, und errichtet, jetzt ist, glaube ich, auch kein Aufruhr mehr. Jetzt wurden sie tatsächlich niedergeschlagen. Jetzt müsste ich Deutschland angreifen, wenn ich Dankeschön, meine Stadt zurückhaben wollte. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Bordelle? Bordelle? Jetzt geht's los. Also das immerhin gewinnen wir hier die zweite Belagerung Straßburgs. Wie ist der Krieg bei euch so jeweils? Ja, ich habe gerade Gent eingenommen, aber die rebellieren wahrscheinlich bald. Ah. Und ich versuche die Wallonia gerade komplett auszulöschen. Ich meine, ich bin jetzt tatsächlich am überlegen, ob ich mir jetzt halt Luxemburg dann einverleibe, ja. Ole. Ja, Sinn. Weil wenn ich jetzt diese Armee wegbreche hier... Kann ich denn diesen Krieg jetzt beenden? Tirol will uns gegen Luxemburg helfen. Tirol? Oh. Tirol halt, ich meine, warum nicht? Die Kreuzritterarmeen wurden im Kampf besiegt. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Frankreich liebt mich. Ich liebe es. Ich kann dem halt nicht so viel anbieten. So, wir brechen hier die nächste Luxemburger Armee und jetzt haben die auch allmählich nicht mehr so viel Bevölkerung, mit der sie sich
nochmal was holen können. Unser Armeeführer wurde gefangen. Wir haben genommen. Diese Schlacht unser gewonnen. Vorgehen sehr hat geil. Die Meinung unserer Armee sinken jetzt lassen. Müssen halt, mal unsere Nahrung wieder eine unserer Siedlungen zunehmen, nieder. Dass was, wir, was tue ich denn jetzt? Also ich kann doch gar nicht so schnell reagieren. Ich was soll wir ich da denn was machen? Können. Also weil wir sind halt auch schwach außerhalb unserer Stadt. Was soll ich denn tun? Ich kann doch nichts tun. Ihr seid total doof. Die blöden Franzosen. Ich hasse sie. Ja, also, I feel you. Die Franzosen oder was? Mag sie auch nicht? Sie haben ja mich angegriffen. Die sind ja schuld an allem. So, jetzt muss ich leider noch ein bisschen meine Truppen hier regenerieren. Okay. Bis wir da Luxemburg uns holen können. Ich glaube, Luxemburg marschiert jetzt runter nach Tirol. Was jetzt meine Verbündeten hier sind. Ist das hier Tirol? Nee, das ist Venedig, oder? Nee, das ist Tirol. Okay, Tirol hat 2400er Armeen, die jetzt Luxemburg potenziell Stress Warum machen können. Kann mir Böhmen nicht hier unten helfen? Ich habe echt Probleme, hier meinen Kampf zu gewinnen. Ich bin Nahrung so mehr verwirrt. Gerade, weil meine ganzen Dörfer so geplündert Kacke. Sind. Das ist ein bisschen das Problem. Die bauen sich aber auch wieder auf, immerhin. Für die Ehre! Also Tirol wäre natürlich aber auch geil, wenn du auch kommen würdest. Ich habe dir 2000 gegeben. Mich ne? Also das habe ich vorhin auch. Und was ist es geworden? Eure Befehle? Ich kann auch gerade keine Truppen rekrutieren. Wir keine. Jetzt kommt Nahrung. Endlich mal wieder in einem Bett schlafen. So, und jetzt müsste ich doch eigentlich... Ich verliere sogar den Kampf. Und ja. Die... Ah, da verfehlen uns. Und die Truppen regenerieren sich. Schmieden. Vielleicht wagt Luxemburg nochmal eine Belagerung und wir können sie nochmal hier an den Mauern brechen. Unser König ist tot. Oh Der Gott. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Jetzt vorbei. Ich kann es halt nicht verhindern. Die Pfeilmacher sind gleich durch. Nein, ich hatte so einen tollen Typen. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Das hat mir direkt minus 100 Gold gegeben, die ganzen Sachen. Ist. Ah, das ist hart. Ich habe schon Autsch. Versucht, Böhmen anzufragen. Ich glaube, Böhmen steht euch zur Verfügung. Aber Böhmen möchte bitter. Mich nicht. Oh, ich kann da nicht. Eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen. Ach doch, da kann ich es nochmal. Was? Geil. Rückzug. Ist gleichzeitig Gefangenschaft? Ja, das hatte ich vorhin auch. Habe ich doch Geil, gesagt. Geil, es geht doch. Dankeschön, du verlierst echt viel bei Rückzug. Aber irgendwer hat doch gesagt, da verliert man einfach nur viel und nicht, man verliert seine komplette Armee. Ja, das ist doch nicht immer so. Das wird ein bisschen auch ausgewürfelt zum Teil. Okay. Fuck it, ey. Los geht's. Kämpft um Nun, den Sieg. Schauen wir mal, ob wir da gleich helfen können. Gut, leider konnte Luxemburg sich wieder in seine Hauptstadt zurückzubringen. Ach, und hat eine diplomatische ich hasse Botschaft einfach erreicht. Die... Ich habe keine Zeit, da gerade anzugreifen. Ich Boah, muss erstmal meine Städte hier retten. Hier. Boah, das wäre richtig gut, wenn wir das jetzt schaffen würden. Komm, euch kriegen Aber ich verstehe jetzt, wie Krieg funktioniert. Bitter, das niemals, oder? Das finde ich eigentlich hier, ganz Säcke geil. Hier, weil wir holen euch nicht ein. So. Okay, jetzt haben wir hier ein Standoff mit Luxemburg. Der Feind wird stärker. Jetzt haben die wieder ihre Truppen in ihrer Stadt und ich habe sie in meiner Stadt. Oh Gott. Das können wir uns die Unterstützung nicht aus gerade. Tirol wird das. Ah, ne, Tirol muss anscheinend erstmal Venedig erobern. Warum verliere ich denn das jetzt schon ich wieder? Ich habe ja kein Problem damit, Tirol. Hä? Also, ihr könnt ja gern Venedig haben. Kämpft mit Ehre. Und danach. Jetzt kenne ich mich Machen mit wir alle gemeinsam Luxemburg. Ich kann nicht. Ich müsste das doch gewinnen können. Ei, ei, Meine ei, Moral Armee, sollte doch halt richtig gut sein, eigentlich. Der Sack. Das muss doch klappen. Wenn wir da so ein bisschen Kavallerie, ne? Oder muss ich erstmal Geld machen können, was ich gerade nicht kann? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Das sieht nicht gut das aus. Das sind alles so bittere Ver. Das sieht alles nicht gut aus. Ah, Meißen bietet nicht Angriffspakt an. Und Frankreich will die ganze Zeit, dass ich Deutschland angreife. Sind die doof?
Ja, die haben halt richtig Stress mit Deutschland. Ich genieße das auch total. Das haben sie sich ja eingebrockt, indem sie mich angegriffen haben. Da habe ich Deutschland reingehetzt. Jetzt haben sie ewig Stress. Ach du Schande. Habt ihr das schon mal gehabt, dass ihr, ich sage mal, euer Anführer hingerichtet wurde in der Gefangenschaft? Wir haben eine Verbesserung abgeschlossen. Eine andere Armee ist zu uns Marschall, gestoßen. Meinst du deinen? Ja, das hatte ich auch, ja. Autsch. Ja. Autsch. Meine Familie ist ein erfolgreiches Konstrukt meiner persönlichen Zucht. Meine beiden zweitältesten, also der zweitälteste und der drittälteste Sohn kämpfen mittlerweile als Armeeführer in meiner Armee und führen uns zum Sieg. Finde ich gut. Hoffe ich. Wir haben eine feindliche Armee zermalmt. Wir haben eine weibliche Armee zermalmt. Wir sehr haben schön. Die feindlichen Eindringlinge vertrieben. Warum kann ich nicht Prinzessin Joan hier heiraten? Die ist zwar noch jugendlich, aber müsste doch irgendwie... Königliche Vermählung. Wie lautet euer Befehl? Endlich zu Hause. Geil. Ach komm, können wir nicht Frieden schließen mit den Penisköpfen hier? Er will nicht. Zurück zur Burg. Verdammt. So. Und jetzt sieht das mit dem Krieg doch eigentlich so weit aus, dass wir den nochmal fragen könnten, ob wir eine Waffenruhe schaffen. Macht es Sinn, einfache Bauernarmeen einfach zu entlassen? Kann man. Also, wenn du halt die Slots für bessere brauchst. Sonst hat es, glaube ich, wenig Effekt. Genau, aber du musst nicht, weil die kosten auch nicht wirklich, glaube ich, Unterhalt. Weil Nahrung kosten sie im Unterhalt. Kosten, ne? Ja, mein Herr. Lasst uns die Vorräte auffüllen und ruhen. Also, wir haben jetzt hier wirklich so ein Mexican Standoff gegen Luxemburg. Wir können nichts machen, aber die auch nicht. Sehr schön. Das Schöne ist, die Luxemburger, ihr Volk hat sich inzwischen zu Deutschland gewandt. Das heißt, die werden gleich eine Rebellion nochmal haben. Ach, sobald sie das haben, werde ich da wahrscheinlich reinjeten einfach. Deutschland will gegen Venedig ein Söldnerlager wurde in unserem Land entdeckt. Also wie lautet euer Venedig Befehl? Helfen. Die Armee Leute, zieht weiter. Venedig gehört doch schon Tirol. Was habt ihr denn? Meine getreuen Tiroler Verbündeten haben sich das gesnackt. Für die Krone. Na, guckst du mal her, krieg ich schwere Schwertkämpfer. Wer ist jetzt übrigens mal Tirol? Wenn ihr allmählich mal für euer Geld was tut. Wir könnten Verstärkung und gebrauchen. Und anstatt hier irgendwie... Endlich wieder warmes Essen. Ah, hier ist noch was von... Die sind echt irgendwie... Die holen sich Venedig. Die sind ganz entschlossen. Mein Land ist auch entschlossen. Ja, Chat, getreue, hohle Verbündete ist ein... da war der Wunsch, wenn ich es mir wahr rede, wird es vielleicht wahr. War so meine Hoffnung dabei. Okay. Kann ich mit... So, die Frage, die sich mir gerade stellt, ist, wo wird mir denn angezeigt, ob ich noch genug Leute produziere für was auch immer ich tue? Ich habe oben Gold und Bücher und Religion und alles. Wo? Brauchst du ganz rechts oben, das sind diese Soldaten. Die brauchst du für professionelle Einheiten oder du holst halt Bauern. Und die Bauern sind direkt an der Bevölkerung in der Stadt. Ah, okay. Über der Stadt. Ah, da steht dann 3 von 10 zum Beispiel. Ja, genau. Aber halt eine Bauernmiliz kostet 3 Einwohner, während wenn du Profisoldaten holst, kosten die nur 1 Einwohner. Ah. Und halt diese ausgebildeten Soldaten. Genau. Oben rechts, der Wert ist halt der wichtige eigentlich, diese Einberufung. Weil mit den Bauern kommst du nicht weit. England hat überhaupt keinen Bock auf mich. Ich finde das nicht gut. Ich würde so gerne bessere Beziehungen zu England. Wir werden euren Vorschlag nicht zustimmen, also die Hochzeit mit seiner Tochter, weil wir gewarnt wurden, ihr könntet arglistige Hintergedanken heben und hoffen, unser Land eines Tages zu erben. Ist das wahr? Niemals, König Henry. Wer beschuldigt mich?
den Ehrbaren. Mehr als jede Verletzung. Die Meinung unseres Adels ist etwas schlechter. Was eingehandelt? Kräuter aus Sachsen, aber dafür muss ich ja Geld bezahlen. Das wollte ich eigentlich nicht. Okay, die Bevölkerung von Straßburg hat sich jetzt auch überlegt, dass sie eigentlich lieber gern Deutsch wären. Und werden jetzt auch gleich rebellieren. Heute werden die Geschäfte Nehmt euch ein Beispiel an den Bewohnern von Nancy. Die haben zweimal sich für Lothringen erhoben. Und ihr Säcke... Können wir nicht irgendwie jetzt vielleicht mal fragen? Seine Exzellenz, der König und seine erlauchte Familie. Ja. Sehr gut. Echt? Weil die haben doch immer noch Geld haben, der Papst. Was bringt einem das eigentlich, ihm Geld zu geben? Ach, für einen Klerus plus eins, ne? Ja, also ziemlich wenig tatsächlich dafür, wie teuer das oft ist. Jetzt wird wieder aufgepacht, aufgebaut, perfekt. Aber mein Klerus mag mich dafür einfach weniger, das ist okay. Also ich habe jetzt irgendwie Krieg, aber ich habe das Gefühl, die Person, die mich angegriffen hat, hat vergessen, dass wir Krieg haben. Weil der war jetzt irgendwie schon länger nicht mehr da. Ja, braucht vielleicht war es Tirol, ne? Die vergessen ihre Kriege gern mal, ist so mein Eindruck. Sind auch nicht so geneigt, mir hier zu helfen. Aber immerhin haben sich jetzt meine Weinfelder allmählich mal erholt. Und, Dankeschön, Drayla, für die 27 Monate. Dankeschön, wenn die Dankeschön. Nächste Rebellion in Luxemburg kommt, werde ich vielleicht mal da versuchen, einen Aufstand zu machen. Ja, ich habe den Angriff abgewehrt. Ja, auf jeden Fall. Aber danach kam halt auch nichts mehr. Deswegen. Was ist das denn Sie jetzt hier? England denn nicht mich mit mir Warum heiraten? Kommt denn jetzt noch die Champagne? Komm, kann ich mit euch auch irgendwie Frieden haben? Ja, okay. Komm, verzieht euch doch. Wer sind noch Feinde von mir? Burgund. So, jetzt habe ich mit allen einen Frieden, außer mit Luxemburg. Aber die sind alle noch im Krieg gegen Deutschland. Das heißt, also ich habe hier wirklich was losgetreten, unabsichtlich. Eine diplomatische Botschaft und es erhalten. Muss jetzt halt dann Luxemburg genommen werden, irgendwie. Das ist schon ganz klar. Euer Listenanführer, schwierig. Boah, diese Ritter, die du kaufen kannst für 7000 muss man schon sehr reich sein. Bei mir wird geschrieben, die Tiroler helfen mir nur, wenn ich eine Seilbahn baue. Schön. Der Chat ist immer so hilfreich. Während unser Land im Chaos versinkt. Ja, gut, über das Chaos kann ich auch viel erzählen und das ist nichts Schönes. Da muss doch jetzt bald mal eine Rebellion hier in Luxemburg kommen. Die sind doch mega, die haben doch auch genau wie ich riesen Kriegsmüdigkeit. Warum gibt's denn so wenig Frauen? Das frage ich mich auch nicht, die ganze Zeit. Ich kann auch nicht heiraten. Ja. Total England, strange. Komm schon. Feindliche England. Truppen fallen in unseren Landen ein. Ach, Luxemburg will jetzt Frieden. Ja, aber ich habe ja noch gar nicht euer Land geholt. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Er bietet mich mal was an. Lassen wir unsere Differenzen hinter uns und beenden diesen Wahnsinn. Nee! Und jetzt sind sie noch. Jetzt kommen sie noch, nachdem ich ablehne, kommt er noch mal an. Aber wenn wir ein Handelsabkommen unterzeichnen? Geh weg! Betrachtet es als erledigt. Jetzt sagt der Klerus, ich stehe einer friedlichen Lösung im Weg. Dankeschön, Clary. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Ich weiß nicht, was man mit Religionspunkten macht. Religion und Kultur. Der Papst mag mich, aber bis jetzt hilft es mir kannst, noch nicht. Du kannst Kronautorität erhöhen. Unsere Kronautorität hat sich erhöht. Stimmt. Und dann kannst du damit halt mit dem Kleriker Missionen erfüllen. Die kosten auch alle. Kämpft um den Sieg! Ich werde diese Mann zermalmen! Oh shit, ich hab was vergessen. Damage. Ah, verdammt, die ist schon verheiratet. Mensch. Oh, ich bin aber auch gerade echt. Herrlich. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Ist wirklich ein Problem, Leute. Verpeilt zu sein, ja. Ja, das auch.
Aber vor allem Luxemburg. Vor allem was, weißt du, dieser Backstep ist halt doppelt und dreifach, weil ich in meinem Victoria-Durchlauf habe ich Luxemburg gespielt und zur Weltmacht geführt. Und jetzt fallen sie mir in den Rücken. Lasst uns die Vorräte auffüllen. Ich finde das halt absolut nicht okay, was hier passiert. Ein Verteidigungspakt gegen uns hat einen weiteren Unterstützer. Wie kann ich denn Sachen importieren, die ich brauche? Die Armee zieht weiter. Da kannst du beim Händler auf Warenimport gehen. Ja. Hä, warum ist Deutschland denn jetzt im Verteidigungsbündnis gegen uns? Ich habe doch noch nicht mal den Krieg begonnen. Ein Königreich schließt sich einem Verteidigungspakt gegen uns an. Moment, noch nicht, ja. Pia. Da klickst du rauf und dann ich wird dir angeboten, einfach nur welche Waren. Tirol ist vor allem mein Verbündeter. Aber die schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. Ja, verlass dich nicht auf Tirol. Die sind angeblich auch mit mir gegen Luxemburg verbündet. Der Papst hat du musst dann Handelsverträge haben mit den Ländern, die die Waren haben, die du brauchst. Ach du Schande. Das heißt, ich müsste jetzt gucken, welche Länder ja, Eisen und Zugochsen haben und mit denen muss ich handeln, um das zu bekommen. Genau, da gibt es auch einen Kartenmodus über die Handelsgüter irgendwie. Kulturen, Religion, Provinzmerkmale, das wird das sein, ne? Rinder. Jetzt Rinder, was anderes? Ja, wir los. Endlich also, zu Hause. Dann versuchen wir mal, diese Luxemburger Armee hier zu kriegen. Pferd. Ach du Schande. Kohle. Okay, das ist gar nicht so einfach rauszufinden, muss ich sagen. Da, Zugochsen. Immerhin sind meine geplünderten Dörfer jetzt allmählich wieder regeneriert. Wir ergeben uns nicht! Haltet Stand! Würste, geil, wer kann denn Würste bitte machen? Bis zum letzten Gold. Mann! Mein Wissen ist gestiegen. Ja, nicht Eisen, mal ich kann das tun. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Wäre doch Frankreich, okay. Und dann muss ich einfach dem Typen sagen, ey, handel jetzt mit dem anderen. Wie mache ich das denn? Ist Epirus ein starkes Land? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Kann das was? Die bieten ja, mir Hilfe an für 1800 Gold. Das ist ein Provinzler. Mit 2600 Mann. Oh, das ist gut. Let's come. Das ist billiger, als wenn ich mehr Armee hole. Let's come, okay, ja. Luxemburg zieht wieder aus. Dankeschön, Mojo, für den verschenkten Sub und ganz viel Spaß hier weiter. Dankeschön. Dankeschön. Kann ich nur mit zwei Armeen Krieg führen? Was ist euer Wunsch? Nee, so die Armee zieht weiter. Ja, ich weiß, aber ich kann sie nicht in die Schlacht ziehen. In eine Schlacht rein, ja. Boah, das ist ja ätzend. Ich stehe mit 1100 Mann daneben und schau zu. Wenn ihr darauf besteht, ich stelle mich dahinter. Viele Armeen? Warum seid ihr alle so mächtig? Ach so, ich musste. Ja, wir haben halt noch mehr als ein Land. Ja. Aber jetzt, Leute, Luxemburg kriegt jetzt richtig auf die Nase. Ich hatte keine Wahl. Ich musste Armee kaufen, ja, weil ich da angegriffen werde. Ich will ja gar nicht auf Armee gehen. Ich habe nur Handelssachen gebaut und dann war der so. Ey, Leute, also, du kannst dann auch Fässer, also je nachdem, was du so ausbaust, kannst du auch Fässer und Möbel und sowas selber herstellen. Ja, mache ich auch alles schon. Ich habe Salzhandel in Ljubljana. Wir haben das beste slowenische Salz. Ja, ja. Falls ihr ein bisschen Salz braucht für eure, für eure Feinde oder Wunden oder andere Dinge, ne? Ja, klingt gar nicht so doof. Was ist da los, Maurice? Also jetzt wird immerhin mal ein bisschen Luxemburg bestraft. Es sei denn, wir verlieren das wieder, was passieren kann tatsächlich. Aber eigentlich sollten wir das jetzt richtig gut gewinnen hier. Ein guter Kann Plan. Ich jetzt eigentlich deutlich sagen, okay, ich möchte Luxemburg Krieg erklären, nehme das einfach vor dir ein? Weiß ich nicht. Ja, das kannst du. Das schon, ne? Ja, das geht schon. Nice. Jetzt hast du aber die Möglichkeit, Zagreb ohne Moralpenalty zu holen. Ja, ne, weil der Dude sich eingemischt hat in den Krieg. Truppen haben unsere Grenzen überquert. Oh Gott. Oh Gott. Wir schlagen innerhalb der Mauer oh nein. Unser Lager auf. Oh nein. Wird gemacht. Oh, das sieht nicht gut aus. Unsere Armeen waren in der Schlacht siegreich. Wir haben die Plünderer aus unserer Siedlung vertrieben. Uns hat wo kam denn jetzt diese Armee noch her? Endlich wieder einfach, ey, Essen. Die hat jetzt einfach hier random eine Armee hergeballert. Wie erwünscht. Oder waren das die Verteidiger? Wo kommt die denn her? Der hatte da keine.
Los Was geht's. Ist das denn? Bald sind wir da. Ah, nee, das ist jetzt seine Hauptarmee. Okay, aber mit der zusammen wird es vielleicht reichen. Nee, wir schaffen das trotzdem noch. Wir schaffen das trotzdem noch. Wir müssen uns danach vielleicht regenerieren. Für die Krone. Ach, die hatten noch eine Armee in der Stadt. Die habe ich nicht gesehen. Wir spielen abfangen, wir spielen abfangen, wir spielen abfangen, wir spielen abfangen. Abfangen funktioniert. Abfangen funktioniert. Du kriegst mich nicht. Wird gemacht. Du kriegst mich nicht. Unser General ist besser, Leute. Wir schaffen das. Bald sind wir da. Du kriegst mich nicht. Die Armee zieht weiter. Wir werden halt auch unsere ganzen Truppen verlieren dabei wahrscheinlich. Oh Gott, das wird ewig gehen, dieser Krieg. Nicht. Aber unsere Moral geht jetzt hoch, weil wir stärker sind. Ich bin bereit. Das wird, Leute. Guckt euch das an. Wir gewinnen. Blöde Frage. Wo stehen bei der Stadt die Ritterpunkte? Einberufung. Unten rechts. Also unter. Also du kannst auf die Stadt klicken. Genau. Truppen in euren Landen gesichtet. Hey Leute, guckt mich an, wie wir die Luxemburger hier platt machen. Oh, ist das wundervoll. Eure Befehle. Wir marschieren los. Aber da steht 1900 und ich brauche irgendwie 300. Regenerieren. Ich gehorche. Habe ich nicht. So, wo bleibt denn jetzt die Armee, die mir geschworen hat, mich zu unterstützen? Wie ihr wünscht. Ja, die wird kommen gemacht. Generell ungern. Wie ihr wünscht. Ach. Ich auch schon festgestellt. Ich dachte, die helfen. Nee, die haben nicht so viel Bock. Ich habe dafür 1800 bezahlt. Ja, ich habe vorher 2000 bezahlt. Gott, ich brauche 400. Ach, und das ist denen egal, oder wie? Die sind nicht. Na gut. Ja. Toll. Okay, dann kann ich die nicht regenerieren. Komm, zumindest muss das jetzt reichen, um Luxemburg zu holen. Meine Truppen warten. Wird gemacht. Ich könnte das noch regenerieren. Das ist auf jeden Fall super. Ich wurde gescampt um sehr viel Geld. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Ich sollte jetzt eigentlich keine Soldaten groß mehr haben. Wenn ihr darauf besteht. Lasst uns mal gucken, was jetzt passiert, wenn wir das jetzt hier belagern. Die Armee zieht weiter. Kann sein, dass es immer noch zu stark ist, weil es eine gute Garnison hat. Nee, wir schaffen das, oder? Nee, wir schaffen das unser Lager auf. Echt nicht? Er hat mehr Leute. Er wird als stärker angezeigt, obwohl ich mehr Leute habe. Ja, weil er wahrscheinlich die stärkeren Einheiten hat, der Bogenschützen oder so. Muss er erstmal da durchkommen. Eigentlich habe ich alles bei ihm platt gemacht. Wir schauen mal. Aber der ist jetzt in meine Stadt reingelaufen und hat jetzt auch die Stadtgarnison gegen sich. Und jetzt kommen noch zwei Armeen von außen von mir. Und wie es aussieht, reibt er sich die Armee damit jetzt auf. Das ist halt dumm. Das ist halt ultra dumm. Wo bleibt Tirol, Leute? Ja, ich frag's mich auch tatsächlich. Wie lautet euer Befehl? So, wir müssen jetzt die Belagerung weitermachen. Wir können ihm nicht erlauben, mehr Truppen zu regenerieren. Wir schauen jetzt mal, was hier einfach passiert. Eine andere Armee ist zu uns geschossen. Ja, jetzt. Ist doof für euch. Deine Moral ist auch niedriger als meine. Eure Befehle. Und dann los holen geht's. Wir uns in der Zwischenzeit die andere Dings da hinten noch. Wir haben halt den besseren Heerführer. Das ist, glaube ich, ein bisschen was wert. Wir schauen einfach mal. Oh, Luxemburg jetzt zu holen wäre schon echt deliziös, Leute. Nach all diesem, was hier geschah. Okay. Wo war Tirol, als die Westfold fiel? Ja, ich frag's mich wirklich auch, wo ist denn Tirol? Oh Gott! Bosnien hat doch noch ein bisschen mehr, als ich dachte. Bald sind wir da. Ups. Okay, das. Die Meinung unserer Armee hat sich verbessert. Wo ist gemacht? Oh Gott, warum hat denn der so viel mehr, als ich dachte? Wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Eine Katastrophe nach der anderen. Wir marschieren los. Der kann doch da nicht reingehen, oder? Wird gemacht. In den Krieg. Okay, wir müssen das verhindern. Angriff! Ich werde diese Mann zermalmen. Sonst kommt er da nochmal rein. Die Welt hilft steht euch zur Verfügung. Ach, Böhmen ist anders beschäftigt. Ich sehe schon. So, und als nächstes, wenn wir das haben, holen wir uns vielleicht irgendwie hier Rams oder sowas. Diese Verräter. Aber dann muss erstmal Kriegsruhe irgendwie. Also, das neigt sich zu unseren Gunsten. Ich glaube, wir können das schaffen hier. Aber ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Blöderweise macht sich derweil eine Revolte in Straßburg breit. Jetzt so ein schöner heimischer Aufstand, das wär's. Ey, mein Chat gönnt mir gar nichts, Leute. Ist euer Chat lieb?
Mein Chat ist super lieb, aber ich bin verzweifelt, deswegen. Ja. Will Deutschland jetzt? Deutschland will, dass ich gegen die Provence kämpfe. Wo ist denn die Provence? Wo kriege ich denn jetzt mehr Leute? Das ist Bevölkerungswachstum. Nee, da habe ich nichts davon. Ja, Deutschland ich brauch... nervt mich auch mehr zu mit irgendwelchen Kriegs. Große Häuser. Mein Deutschland hat mir den Arsch gerettet, aber ich muss halt gerade wirklich an mich selbst denken. Oh, jetzt verliere ich die Armee hier auf der Seite. Mir möchten halt meine Verbündeten nicht helfen. Hat unseren Prinzen gefangen genommen. Das ist, Armee ist mit ja, mir auch nicht. Ist ich habe so viel Geld dafür bezahlt, dass die helfen ja, und sie kommen einfach nicht. Den Gegner angeschlossen. Wir haben sie sogar angeboten, die Schweine. Ja, mir auch. Hey Maurice, hast du Bock, uns 2000 zu geben, dass wir dir gegen Luxemburg helfen? Ich so, ey geil, komm schon, Bro. Und dann, ja, nee, wir haben das die eigentlich Meinung das Geld nur gebraucht, um den Krieg gegen Venedig am anderen Ende der Welt zu finanzieren. Ja, ich habe 1800 Gold bezahlt, damit sie kommen, und sie sind nicht gekommen. Ja. Es ist einfach nur, also sowas ist echt Pain, so. Verräter, ey. Leute, wenn wir jetzt hier die Belagerung gegen Luxemburg verlieren, dann werde ich euch alle aufknöpfen, ganz ehrlich, jeden einzelnen Befehlshaber. Die Kaufleute im Reich ist nicht gut. Das muss jetzt klappen. Majestät. Es ist halt auch so ätzend, weil niemand möchte Ungarn angreifen. Komisch, die KI verhält sich wie ein hinterhältiger Spieler. Sehr gute KI, würde ich sagen. Sich in einer unserer Provinzen breit. Ich habe meine ganze Stadt verloren und jetzt holen sie sich die zweite und meinen Prinzen haben sie getötet. Oh nein! Ja, ich kann halt nichts tun. Ungarn hat sich halt mit Deutschland verbündet und ich komme nicht gegen an und kein einziger meiner Verbündete kommt. Niemand. Ich habe 4 Verbündete. Ist das im Krieg gegen Deutschland? Ja, Ungarn Scheiße. Holt sich halt lauter Verteidiger quasi mit rein. Mhm. Und du kommst halt nicht gegen an und es kommt aber niemand von deinen Verbündeten. Von denen schon, ja. Aber von deinen kommt halt niemand. Verräter. Ja. Es aber ist echt scheiße. Es klappt, glaube ich. Es klappt in Luxemburg. Wir brechen sie Schritt für Schritt. Ich habe Bündnisse, Leute. Bevor ihr jetzt fragt, kann man Bündnisse aushandeln? Ich habe Bündnisse. Ich habe sogar meinen Sohn mit dem Dude von Böhmen, mit der Tochter von Böhmen verheiratet und er hat gesagt, er kommt. Und es kam halt keine einzige feindliche Armee. Ich habe auch 1800 Gold bezahlt für jemanden, der angeboten hat, zu kommen, von sich aus. Und es kam nichts an. So. Das ist halt... Ich bin den Krieg erklärt. Bitte? Entschuldige. Ich bin auch wieder im Krieg. So. Diesmal. Aber Leute, Luxemburg fällt jetzt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Die Nahrung geht runter, die Verteidiger schwinden. Und da ist tatsächlich endlich mal ein Majestät, Verbündeter. Die königliche Familie. Deutschland! Hilf mir, Deutschland ist auf meiner Seite gegen Luxemburg. Das ist... Wahrlich, Gott sandte uns ein Zeichen. Jetzt hoffe ich nur, dass ich die Stadt bekomme. Wenn Deutschland die Stadt bekommt, bin ich sehr traurig. Wie? Warte mal, Deutschland... Tirol ist aus unserem Krieg gegen Luxemburg ausgetreten. Ich habe euch 2000 gegeben. Ihr habt nie was gemacht. Ihr Schweine. Ah. Ich bin bereit. Ihr schäbigen ja, Schweine. Endlich zu Hause. Ja, Deutschland rennt bei mir gerade hier nach Wallonien. Also... Ja, Deutschland hat gerade irgendwie Bock, habe ich den Eindruck. Die machen jetzt im Vorbeigehen hier Luxemburg mit mir weg. Oh, das ist super, das rettet uns jetzt so. Diese komische Hängepartie, die hier stattfand. Ja, 5000 Leute ist jetzt ganz gut bei dir, ne? Ach, ja, Böhmen geht wirklich. Auch gegen Ungarn unter, oder was? What? Was? Polen greift uns jetzt an. Yo, jetzt verstehe ich, warum die... Was? Die gehen gegen Ungarn einfach unter da oben. LOL. Polen an. Oh was? Gott. Ich habe mit Polen die besten Beziehungen gehabt. Ja, was schön für dich. Oh Gott. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Dinge in Brandenburg. Unsere Chance, Flandern niederzuringen. Ich habe jetzt gerade im letzten Moment noch Luxemburg 1200 Lösegeld für einen von ihren Leuten abgeknöpft.
der jetzt mit 200 Mann neben der Belagerung steht und nichts machen kann. Das ist doch mal Profit, Leute. Endlich wieder warmes Essen. Ja, ich weiß auch nicht, warum Ungarn mir den Krieg erklärt hat. Ich habe literally nur Marktplätze gebaut, bis Ungarn mir den Krieg erklärt hat. Ich habe literally nichts getan. Wurde abgeschlossen, sie sehen dich dann halt Majestät als leichte Beute. Ja, ich hab mir Armee von Söldnern gekauft. Ich habe jeden Krieg abgelehnt und habe nur Marktplätze gebaut. Und plötzlich ist Ungarn so, okay, ich greife dich an. Und hier sind meine 7 Verbündeten. Nimm meine 4000er-Armee. Hä? Ich habe dem sogar Gold angeboten, dass der quasi aufhört, aber das hat ihn nicht interessiert. Ja, mir ging's ja auch so. Also ich hatte ja, ich meine. Aber du hast Krieg angefangen. Nee, stimmt nicht. Luxemburg hat mich angegriffen und auf einmal hat Frankreich mit all seinen Vasallen gesagt, okay, ich glaube, wir helfen Luxemburg. Und plötzlich hatte ich 10.000 Mann, einfach nur weil Luxemburg scharf auf Lothringen war. Der Kreuzzug hat sein heiliges Ziel erfüllt. Was so, aber bauen, jetzt bin ich mal am Plündern. Jetzt bist du auch mal am Plündern, finde ich gut. Ja, es ist komisch, Brandenburg hat mir den Krieg erklärt, aber sie haben gar keine Armee. Ja, ich sag's euch, Luxemburg hat auch keine Armee mehr. Ach, guckt euch das an, das ist delicious. Und wie kriege ich jetzt noch weitere Handelssachen? Ich gucke halt echt auch auf Selbstländereien und sehe diese ganzen Ertragssymbole und bin ein bisschen neidisch. Wo kommen die her? Luxemburg also will Frieden. Nee, Leute. Und ihr könnt mir noch so oft Handelsbündnisse anbieten. Ihr werdet, also ich werde eure Felder nicht salzen, weil ich brauche die noch, um selber wieder hochzukommen. Aber ihr seid weg, Leute. Öde ist meine vorherige Stadt, hat halt jetzt Deutschland. Und Deutschland anzugreifen wäre ziemlich dumm. Das heißt, ich muss mich woanders hinwenden. Vielleicht in die Champagne. So. Die Champagne ist ja auch nett. 500 Gold. Lagern wir jetzt? Majestät, wir können fremde Ländereien in Besitz nehmen. Fordern. Wird noch, Leute. Ich sag's euch, das wird noch. Ja, gehen wir jetzt full harm. Ich kann jetzt Dinge in Böhmen beanspruchen. Oh, nee, bitte nicht schon wieder. Das ist eine schlechte Idee. Aber vielleicht kann ich mich mit dem neuen Dude. Ach so, der Dude in Böhmen sieht nicht so glücklich aus, ne? Jetzt machen wir das einfach. Jetzt holen wir uns endlich Flandern. Das gibt's doch nicht. Die Deutschen haben das, also, ich weiß nicht warum, Wissen Maurice, aber die Deutschen haben uns sehr Gold in die Karten gespielt. Ja. Also, bei dir haben sie Luxemburg angegriffen, bei mir haben sie Flandern angegriffen. Ich glaube, die wollen, dass wir wachsen. Ja, wir sind ja auch treue Vasallen. Wenn sie mir jetzt noch meine eine Stadt zurückgeben würden, wäre das doppelt geil. Ja, das stimmt. Der hat den Rambock. Der muss, also auch wenn eine Einheit Belagerungsmaschinen hat, das muss die treibende Angriffskraft sein für die Belagerung. Das weiß ich gar nicht, ob es nicht auch reicht, wenn der andere das macht. Eine Verbesserung wurde abgeschlossen, Herr. Scheiße, ich hab richtig. Okay, eine Verbesserung wurde abgeschlossen. Du hast Geld auch schon geholt, da bist du auch schon. Du bist ja, die habe ich schon länger, aber irgendwie komme ich nicht voll am Start. Nicht schlecht. So nicht klar, leider. Ich sag's euch, ich habe keine hohen Ambitionen. Ich will einfach nur Luxemburg brennen sehen. Befestigt ein Lager vor ihren Toren. Wie ist das ausgeglichen hier? Nehmt mit, was ihr könnt. Es. Endlich mal wieder. Oh, ich möchte Ljubljana zurückbekommen, ey. Glorreich. Luxemburg fällt jetzt. Mir helfen. Ich bin bescheiden, ich will einfach nur überleben. Ja, überleben jetzt klingt echt großartig. Aber überleben ist bei mir leider ausverkauft. Da unten kommen 3000 Mann auf mich zu. Das war's mit Überleben. Ich bin RIP. Alter, Frankreich ist insane geil. Frankreich kommt mir zu Hilfe. Manchmal ist es doch gut, seine Tochter zu bangen. Warte, was? Er mag mich deshalb. Ja, Leute, ihr habt Luxemburg zerstört. Ja, ihr Schweine.
Ich war übrigens mit im Krieg gegen Luxemburg. Ich habe auch gewonnen. Der Welt werden. Nice. Jetzt lasst uns hier noch schnell die Bevölkerung eingliedern. Ah, das ist großartig. Ungarn hat da oben einfach nochmal 10.000 Truppen. Ja, ich weiß. So, wir stoßen uns jetzt hier gesund an Brandenburg. Also Deutschland ist, mag mich auch irgendwie nicht mehr. Was ist denn da los? Ich weiß nicht, vielleicht bist du irgendwie zu brutal vorgegangen in deinen Kriegen. Das wirkt sich ja zum Teil auch auf die Nachbarschaft aus. Stimmt. Bitte? So, kann ich das hier... Nee, ich kann, meine Stadt kann ich nicht zurückfordern, leider. Dankeschön, Jojo, für die 7 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, dankeschön. Deutschland, die zurückerobert hat für mich, aber... Ich war einfach so on the rise und dieses Spiel empfindet offensichtlich nur Hass für mich. Warum kann ich keinen Verteidigungspakt gegen Frankreich machen? Fände ich eigentlich ganz cool. Wie sieht es mit Rams aus? Rams hat keine Freunde, doch die Bretagne. Unser Ritter wurde exekutiert. Die Meinung unseres Adels ist etwas schlechter. Oh Gott, jetzt rebellieren mein anderer Sie. Sohn wurde auch noch getötet. Ah, geil. Das oh, 4000 Leute. Leichtigkeit. Eigen 200. Euer weiser Herrscher und seine Anverwandten. Was ist denn das für eine Schlacht? Alter, ey. Was ist denn jetzt hier los? Wir werden bald reich sein. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Machen wir die platt. Alter, mir wurden einfach 3 Söhne getötet in dem Krieg. Alter. Nice. 3 Söhne. Sepp findet's nice, dass deine Söhne tot sind. Nee, das finde ich nicht so nice. Hat mein Kleriker jetzt eigentlich versagt hier mit seiner Aktion? Nee, er ist noch dabei. Komm, bitte jetzt nicht versagen. 50% Erfolgschance. Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Dein Hauptdude kann maximal so und so viele Slots belegen, aber es müssen nie die Fähigkeiten sein, die er grundsätzlich braucht, weil er ein Händler ist oder so. Ne? Kann auch Kavallerie trotzdem so kriegen. Die müssen berufsspezifisch sein, die klassenspezifisch, und die anderen beiden, die sind quasi offen. Weil ich habe da so ein Roll, nur so Kriegssachen, aber bringt mir halt nichts. Das ist halt voll der Händler. Naja, dann hast du diese 3 Händler schon belegt. Die Meinung unseres Adels. Ey Leute, wir haben Luxemburg wirklich jetzt hier eingegliedert, befriedet. Großartig. Die werden irgendwann nochmal rebellieren wahrscheinlich. Dann machen wir sie halt platt. Politische Übersicht. Aber das ist gut. So, jetzt ist die Frage, wen erobern wir als nächstes? Ja, die Champagne gehört zu Frankreich, aber Vasallen, man verteidigt ja nicht automatisch seine Vasallen. Deutschland muss sich ja auch nochmal extra in den Krieg holen. Uns hat eine Heiratsoffer. Vielleicht erreicht. Können wir mal eine Invasion der Champagne planen mit meinem Diplomaten. Wurde mir direkt mitgeteilt. Auch mit ich meine. Oh, verdammt, da kommt eine Armee. Polnische Armee. Nichts wie weg. Vielleicht hat ja noch jemand Bock. Auf nichts habe ich hier mehr Bock. Hier ist nur noch Verzweiflung. Hast du Bock? Die Champagne anzugreifen. Ich guck gerade mal. Ich kann halt noch keine Belagerungswaffen bauen. Das ist nicht so einfach gerade, Leute. Ein neuer Papst steht der katholischen Kirche vor. Aber ich habe jetzt übernommen. Mein Vater ist gestorben. Weil sie alt sind. Was ist denn da? Was will Polen von mir? Ja! Ah! Ohne was? Separatfrieden mit Polen. Jawoll.
Leute, wir können ja jetzt mal vielleicht mal kurz hier einen Überblick geben über die ganze Lage. Ich möchte weinen. Können wir gemeinsam weinen? Was hält ihr davon? Also, Pia, erzähl, was ist die Lage bei dir? Du hast, deine Hauptstadt heißt Klagenfurt, sehe ich das? Nein, meine Hauptstadt heißt Ljubljana und es ist gegenwärtig leider nicht Teil meines Reichs. Ah, deswegen. Ich kenne das Problem. Das war bei mir leider auch so. Ja, das ist einfach Bullshit. Also, ich wurde hier, ich bin dafür verantwortlich, dass, oder was heißt verantwortlich? Böhmen stand mir treu zur Seite, als Ungarn mir den Krieg erklärte und ist gefallen, weil es versucht hat, mir gegen Ungarn zu helfen. Ich bin immer noch im Krieg. Die haben mir Ljubljana abgenommen und 3 meiner Söhne getötet und weigern sich immer noch, einen Waffenstillstand anzunehmen. Oh Gott. Und alles, was ich gemacht habe, waren Marktplätze bauen und stolz zu sein auf das slowenische Salz. Jetzt bin ich nicht mal mehr Slowenien. Geschweige denn, dass ich Salz habe. Sie wollten das wohl für sich, das slowenische Salz. Ja, offensichtlich. Ja. Das ist meine Geschichte. Okay, und jetzt kommen sie zu dir. Und wie viele Gebiete hast du noch? 1. 1. Ich komme auch nicht gegen an. Also keine Chance. Willkommen im Club. Das war bei mir auch so. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen rausgewuselt, aber habe nicht wirklich Expansionsmöglichkeiten, weil unten ist Deutschland. Das hat meine Ex-Hauptstadt, ist halt mein Lehnsherr und Verbündeter. Die haben in diesem Krieg die Stadt, die ich verloren habe, sich aufs Schäbigste zurückgeholt und sagen jetzt, ja wie, das kann doch wohl nicht Lothringerland sein. Warum willst du das denn? Es ist doch eindeutig Deutschland. Jetzt stehe ich hier. Aber immerhin habe ich Luxemburg erobert und all seine Einwohner gepfählt. Also, I like. Das ist immerhin etwas. Während Sepp hier irgendwie sehr gut dabei ist. Euer mit 1100 Ruhmpunkten und hier Gent erobert, Köln floriert, Worms, Worms bist nicht du, aber hier Hannover. Geht's ganz geil, wie es aussieht. Hannover ist auch ganz nett und ich bin gerade dabei, Brügge bzw. Flandern dann komplett einzunehmen, weil die Franzosen liegen mir zu Füßen, denn ich habe seine Tochter geheiratet, die, ich glaube, die ist aber auch minderjährig. Warum wollen die bei dir alle heiraten? Sieht sehr jung aus, hat aber schon 3 Kinder geworfen. Ich weiß nicht, wie alt sie damals war, aber ich glaube, noch nicht so alt. Kann ich mir aber nicht leisten, leider. Die haben mir zumindest einmal geholfen, weil sie, glaube ich, gerade nicht im Krieg waren. Und sie haben instant, als ich geklickt habe, also da hat es sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Sonst hat es ja in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert, dass einem geholfen wurde, weil sie meistens irgendwie selber verstrickt waren in Angelegenheiten. Aber jetzt gerade habe ich die Hoffnung, dass ich, nachdem ich Brügge eingenommen habe, endlich mal durchatmen kann. Und drücke dir die Daumen, dass du noch Nancy wieder kriegst. Ich gebe mein Bestes. Und Steinwallen, wie ist bei dir kriegsmäßig? Ja, außenpolitisch bin ich jetzt zum zweiten Mal angegriffen worden. Von Brandenburg und dann von Polen. Mir ist es aber gerade gelungen, also der erste große Krieg, den habe ich tatsächlich irgendwie mit dem Weißen Frieden beenden können. Mich irgendwie gerettet. Jetzt ist mir gelungen, Polen wieder aus dem Krieg rauszunehmen. Einfach mit dem Separatfrieden. Und jetzt habe ich die Hoffnung, dass Brandenburg jetzt zum Opfer wird. Ich habe das schon ganz schön geplündert. Und ich sehe keine Armee. Und versuche jetzt, glaube ich, so eine Belagerungswerkstatt mal zu bauen und hoffe, dass ich diese Stadt da erobern kann. Ich habe aber ein ganz anderes innenpolitisches Problem. Beide meiner Städte sind durch irgendein Event, haben eine illoyale Bevölkerung. Oh, schlecht. Oh ja, -3. Da muss ich ein bisschen aufpassen. -14, ouch. Das ist, das kann tatsächlich bei allen passieren, weil kleinere, gerade wenn es dir schlecht geht, die fangen dann an, sich deutschlandtreu zu fühlen. Witzigerweise, Sepp hat auch eine illoyale Bevölkerung. Er kompensiert es nur mit sehr viel Plus. Weil die dann eigentlich der Meinung sind, wir sollten alle Teil von Deutschland sein und keinen Bock haben auf so viel Staatlicherei. Das kenne ich, das Problem, ja. Und da gibt es, glaube ich weiß nicht, ob ihr noch andere Maßnahmen habt. Man kann so eine Klerikeraktion machen, Kultur stärken. Ja, oh, das habe ich auch gerade mal gemacht. Das habe ich gerade gesehen. Problem ist, das kostet 45 oder 50 Unterhalt und im Moment habe ich halt sehr wenig Geld. So, das ja, ich leider auch. Blöderweise Luxemburg. Das? Links oben bei der Krone. Wie lange geht das? Ich habe das gerade angeklickt. Geht so lange, bis du aufhörst damit. Oh, das ist aua.
Ja, aber okay, cool. Es hat irgendwie kaum Effekte, hatte ich. Also ich habe es mal gemacht, da ist nicht so viel passiert. Oder kommt das dann per Event? Ich weiß nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass... Die Welt steht euch zur Verfügung. Dass, glaube ich, so kleinere Staaten einfach allgemein zu stärkeren verwandten Nachbarn neigen. Ja, klar. Und dass man das eigentlich ganz gut kompensieren kann, wenn es einem gut geht. Also Sepp ist ja immer noch im Plus trotzdem. Wenn es dir aber nicht so gut geht, ich habe das gleiche Problem, dann kriegst du ab und an Rebellionen rein, leider. Ich habe eine Frage an euch. Sind sie alle sehr deutschlandtreu, die Schweine. Ich habe eine wundervolle Frage an euch. Wir hatten ja vorhin sowas wie einen Frauenmangel. Und jetzt in der nächsten Generation habe ich noch eine wundervolle junge Tochter, die noch einen stattlichen Gemahl sucht. Prinzessin Hedwig, die, ich möchte eigentlich nicht vorlesen, aber ich möchte es auch vorlesen, die gerade heimlich Äpfel auf Passanten wirft. möchte jemand unter Umständen vielleicht meine Tochter heiraten und sieht sich in einem wundervollen Handelsabkommen mit auch kriegerischer Unterstützung bereit? Also Pia, wenn du noch 2-3 Minuten warten kannst und ich Brügge eingenommen habe, dann sehe ich mich da ja. Das klingt großartig, auf jeden Fall. Also sie ist eh noch ein Kind, deswegen passt das wo richtig gut. Wo muss ich denn dann hinlaufen? Warte mal, Augsburg, das ist ganz schön weit bis zu dir, ne? Ja, ich bin in Korinth, ich bin da direkt an Ungarn. Ich bin lost, wenn ich, Regensburg, warte mal auf der Map, ich muss halt auf der Map sehen. Du bist über Deutschland und ich bin, du siehst Bayern, Bayern möchte ich einnehmen. Siehst du, du müsstest eigentlich nur durch Deutschland einmal durch und dann könnten wir beide Bayern klauen. Und dann würde ich dir Klagenfurt. Ne, ich bin Korinth, ja genau. Und ich möchte. Ja, genau, weil genau. Du bist Klagenfurt, du bist die Stadt Klagenfurt. Genau. Und du möchtest gerne Augsburg angreifen. Ich hätte gerne Augsburg, damit ich mich von Ungarn wieder wegbewege, weil ich glaube nicht, dass ich eine Chance habe, mir Ljubljana zurückzuholen. Politische ist denn Augsburg interessant stark? Ne, ist ein einzelnes, ne? Ja, ist ein einzelnes. Das, deswegen... Wir haben aber schon richtig heftige Verteidigung. Ja. Wir haben schon Burgen. Ja, aber ich habe auch Armee. Ja, dann braucht man aber Belagerungssachen, damit wir da überhaupt mal reinkommen. Ja, finde ich gut. Daran arbeite ich. Also ich kann die Belagerung, die kann ich auch hochpushen. Können wir das mit der Tochter schon mal... Ja, können wir ja schon mal arrangieren. Ja, wundervoll. Das klingt toll. Finde ich großartig. Dann können wir weitermachen, oder? Jawohl. Ja. So, ich habe tatsächlich nicht wirklich gute Idee, wie es weitergehen könnte, weil die Champagne ist auch zu stark. Die haben 2 Armeen hier. Ich glaube, ich muss auch erstmal ein bisschen warten, bis Kriegs... Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich macht es bei dir eher Sinn, erst noch aufzubauen wieder, ne? Ja, gerade mit 25 Punkten... Das Blöde ist tatsächlich, dass Luxemburg, ich habe es jetzt erobert, das ist eine gute Defensivprovinz. Ich verstehe auch nicht, woher die Ressourcen haben. Das ist halt überhaupt keine wirtschaftlich gute Provinz. Nee. Weil dadurch, dass halt da 3 Burgen drin stehen, die wirft halt so gut wie nichts ab. Hat einen weiteren Unterstützer. Deswegen hat mir das gar nicht so viel gebracht, das zu erobern, außer halt natürlich einen Feind losgeworden zu sein und ein bisschen Ruhe zu haben. Das ist natürlich schon gut, aber... Ich hatte Truppen, Leute. Ich bin nicht deswegen gefallen. Ich hatte Truppen. Ich hatte mir echt viele Söldnereinheiten geholt. Ich hatte auch echt gute Truppen und echt viele Verbündete. Aber Ungarn die ist halt, steht euch ich glaube, Ungarn ist wahrscheinlich das Stärkste, was es in Europa gerade gibt. So. Für Ungarn ist völlig irrelevant, wie viele Truppen ich habe. Ist echt heftig. Ich liege halt direkt neben denen und wenn die sich weiter ausweiten wollen, bin ich halt eine von vielen Baustellen, wo sie drüber rennen. So. Also vielleicht hast du Dankeschön, Glück, Knallos, dass für die 15 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Weil ja, das ist vorbei. Also ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob ich das überhaupt noch überlebe, weil Ungarn einfach nicht bereit ist, den Krieg zu beenden und die behalten mich in dieser Kriegssituation und laufen die ganze Zeit mit ihren ganzen Armeen an der Grenze herum und ich warte nur, bis sie halt ausscheren. So. Und die hören aber auch nicht auf. Die Schweine. Okay, ich dachte ja, Brandenburg hätte keine Armee, aber die waren nur irgendwo verreist. Jetzt kommen sie gerade mit 7000, 8000 Mann zurück. Oh Gott. Sehr gut. An was? Ja. 7000? Ja, ich weiß, sie ist ein Provinzler. Ja, ich glaube, die KI, die ist da auch nicht so benachteiligt, nenne ich das mal.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich gegen, ich muss jetzt einfach eine zweite Geschäfte. Armee bauen gegen Reims oder Rams oder wie man es nennt, um die hier, ich meine, die haben auch noch so viele Kapazitäten an Bauern. Da kommt mir glatt eine Idee. Die haben auch leider eine gute Armee. Das kann ich leider nicht tun. Also, braucht da irgendeinen Verbündeten gegen? Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein, Herr. Scheiße, ey. Fett. Ja, dass die Truppen jetzt zu schwach sind, ist mir bewusst. Dankeschön, Lonely. Das ist echt, also, was würde ich nur ohne eure Tipps machen? Krass. Gerade hast du noch gesagt, der Chat wäre nett. Ja, war er auch gerade noch. Aber das sind doch Leute, die folgen mir auch gar nicht. Die gehören nicht zu meiner Community. Ich drück auf Entfollow für die. Wow. Ich bin immer noch enttäuscht von Tirol, ehrlich gesagt. Hat nicht irgendwer noch... Dankeschön, alles für 15 Monate. Vielen Dank. Das ist schlimm. Dankeschön. Ja, du hast dich ja nicht gemeldet. Ich habe meine jetzt schon verscherbelt. Das ist richtig, aber es wäre auch, ich hätte dir kein gutes Angebot machen können, weil wir sind gerade vom Krieg mit Luxemburg einigermaßen erholt. Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen. Aber ich habe jetzt wieder 5 Punkte, jetzt wieder 0. Kaum, dass ich sage, gehen sie wieder auf 0 runter. Das euer weiser Herrscher und seine Anverwandten. Eindeutig der mehr Feind erobern. Plündert eine unserer Siedlungen. Hey, dass Deutschland halt Nancy hat, ist wirklich deprimierend. Das war halt meine Stadt. Und Ravensburg ist auch wieder so scheiße, weil die auch wieder 3 Burgen haben. Das heißt, es ist wieder so ein Ding, das mir zu erobern kaum was bringt, aber mega kostspielig wird. Ich will Nancy zurück. Das war so eine richtig schöne Wirtschaftsstadt. Ich möchte Ljubljana zurück. Aber manchmal ist diese Diplomatie auch cool. Ich habe Deutschland gebeten, dass sie mir hilft gegen Brandenburg. Und dann hat Deutschland gesagt, ja, okay, aber erstmal musst du mir helfen gegen Savoyen und Provence. Sowas habe ich in noch keinem Strategiespiel erlebt. Und die haben auch so Forderungen, beziehungsweise sie haben mir zum Beispiel gesagt, hey, wenn du Deutschland angreifst, dann kommt noch der und der mit in den Krieg und ihr habt da easy eine Chance. Und dann war ich so, nee, warum? Aber das fand ich auch cool, dass er dir direkt auch sagt, okay, dann hast du die und die Partner. Wir waren siegreich, Majestät. Und jetzt warte ich darauf, dass wir unten Ritter gefangen, Majestät. Wir haben eine Siedlung gegen den Feind verteidigt. Mal gucken. Mega. Mal schauen, ja. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Nein, ich habe keine Zeit für Kack-Venedig. Tirol, hör auf, mir auf den Sack zu gehen. Du hast mir in meinem Krieg auch nicht geholfen. Prinz wurde geboren. Puh. Ja, dann wird das halt Nancy ausgesprochen. Ich nenn's Nancy, ganz ehrlich. Das ist doch egal, wie es aussieht. Ist meine Stadt. Das ist der wichtige Part hier. Ihr konzentriert euch wieder auf die falschen Sachen, Leute. Das ist meine Stadt. Das ist unmöglich. Guten Tag, Majestät. Ja. Das hat nicht sollen sein. Hissa. Dankeschön, wir haben hier für die 2 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Eine gute Strategie. Das ist alles ganz schlimm. Okay, sofort. Obwohl ich die ganze Zeit mit dem Kleriker meine Kultur stärke, haben jetzt die Leute in Hannover einfach gesagt, so, wir werden jetzt Deutsche. Fick dich. Ja. Hä? Die Luxemburger wagen es zu rebellieren. Ey, ich werde euch so niederschlagen. Ich werde wirklich, wie Rom es mit Spartacus gemacht hat. Gibt's eine Straße an gepfählten Luxemburgern werde ich jetzt hier aufstellen von Luxemburg nach Straßburg. Also, das ist wirklich, also was die sich hier alles rausnehmen, irgendwann gibt es einfach Grenzen. So, Herzog Oswald von Straßburg wird da jetzt hingehen und... Ich habe es geschafft. Also... Ah. Das geht ja wohl wirklich nicht. Jetzt rennen sie auch weg, diese Rebellen. So, endlich, Stadt angreifen, zum Angriff. Boah, die Belagerung dauert aber auch echt des Todes lange. Auch wenn du Belagerungssachen hast, das macht's gefühlt nicht besser.
Nee, du bist also das heißt, es hat auch so eine Vorteile eben. Umgekehrt hast du halt selbst sehr viel Zeit. Ein neues Gebäude wurde fertiggestellt. Ja, ja, aber ich fand auch das Belagerungswaffen überraschend. Man hat eben gedacht, da passiert dann ein größerer Effekt. Ne? Ja. Also ich habe jetzt einfach mich entschieden, dass ich die Grenze zu Ungarn sein werde. Und deswegen baue ich gerade, ich habe jetzt Hügelbefestigungen in Klagenfurt gebaut. Ich baue jetzt so viel einfach nur Mauern, dass sie sich die Zähne an mir ausschlagen werden. Deutschland will die übrigens, Königin hat Ungarn einen gesunden helfen, Prinzen geboren. Unsere Königin England. Hat eine wunderschöne Prinzessin gegen England. Geboren. Wer gegen England in den Krieg ziehen und den Franzosen helfen. Oh, das geht ja ab. Geil. Alter, England hat jetzt... Ach, heute da unten werden die Geschäfte laufen. Maurice. Ja. Seine Exzellenz, ich habe tatsächlich gerade noch eine kleine Töchter Familie. Bekommen. Oh. Na, also falls du noch eine Tochter, doch, also noch ein Mädchen irgendwann brauchst, Prinzessin Rixa wurde geboren. Lernt unter Aufsicht ihres Betreuers das Laufen. Das ist der Punkt, den wir gerade haben. Gut, dann noch nicht ganz im gebärfähigen Alter, aber ich merk's mir. Und baue jetzt derweil mal wirklich ein bisschen Wirtschaft hier. Komm, lasst uns mit Mineralien guck mal, handeln, du kannst, Leute. Du kannst auch sehen, wenn du ein Event hast, Krieg beitreten, sagen dir deine Ritter, ob sie das cool finden oder nicht. Und wahrscheinlich je nachdem, wie du dann das machst, wird halt der Klerus und ähnliche... Wo sieht man das? Ah... Direkt über den, neben den Köpfen ist so ein Daumen hoch oder ein Daumen runter. Ach, das ist ja cool. Feindliche Truppen oh haben unsere Grenzen überquert. Oh Gott. Die Luxemburger, was wird das? Oh, das gefällt mir nicht. Die rebellieren schon wieder, Leute. Wandern die zu meiner Hauptstadt? Die wandern zu meiner Hauptstadt, oder? Siedlungen wird geplündert. Oh nein. Oh, Leute, das war's mit mir. Ernsthaft? Also, da sind gerade... Fast... Lass mich rechnen. 8000 Mann, die alleine von Ungarn so mal beiläufig hier rumlaufen. Die einen plündern gerade, die anderen marschieren, wie es aussieht, gerade nach oben. Nein. Ich hoffe, sie gehen weiter nach oben. Die hatte ich jetzt auch schon mehrfach. Also man muss da ein bisschen... Ja, man muss sich jetzt mal ein bisschen... Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager. Ja, die reißen mir halt meine ganzen Städte ein, ne? Das hatte ich in der ersten Stunde. War alles, brannte alles. Ach du Scheiße. Auch alles sehr traurig bekannt vor. Es brannte alles wirklich. Man muss... man kommt manchmal zurück. Ja, das klingt aber auch böse. Aber ich hab's ja auch, ich bin auch zurückgekommen. Schaut mal, wie ich jetzt mich an luxemburgischen Rebellen gütlich tue. Aber was ist ja. Das denn jetzt? Was machst du denn da mit den Rebellen? Ja, niedermache ich sie. Weißt du, ich habe gerade eine niedergeschlagen und direkt kommen die nächsten. Die, also das sind wirklich treue Luxemburger hier, die, Ach, jetzt sind's 11.000. Gut. Pia, ich würde dir ja gerne helfen, aber... Nee, mach das nicht. Aber 11.000? Toll, dass Böhmen jetzt auch dem Krieg ausgetreten ist, den ich gegen Ungarn habe. Ich kann das verstehen. Ganz ehrlich, wenn ich Böhmen wäre, hätte ich mich auch verpisst. Ich habe derweil irgendwie jetzt gerade, nachdem ich zwei Rebellionen unsere niedergeschlagen habe, sagt mir das Spiel, unser Königreich ist das Stabilste. Die Meinung unseres weiß nicht, ob das Adels wirklich ist, wie wir Stabilität schlechter. Definieren sollten. Minus 25 Stabilität habe ich. Ich habe plus 45. Brauchst du Militär in deiner Stadt? Ey, der hat's angenommen. Oh mein Gott. Er hat's angenommen, ich habe ihm die Geisel, die ich hatte, angeboten für einen Friedenspakt und er hat's angenommen. Geil. Oh Leute, mein mega. Gott, er ist mit 11.000 Mann abgezogen. Oh mein Gott, ich hasse Ungarn. Okay, und jetzt versuchen wir uns mit Ungarn anzufreunden, damit wir verhindern. Haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Nein, Österreich, ich greife ganz bestimmt nicht Ungarn an, wollt ihr mich verarschen? Oh. Okay, jetzt werden wir Freunde.
Ach, Shitty McDoodle, Das gibt's doch nicht. So, Leute, jetzt wird ein bisschen Handel getrieben. Jetzt wird Profit gemacht. Freiheit fürs Volk! Das gibt's doch nicht. Da hatten wir gerade mal Ruhe und dann sowas. Ich glaube, jetzt schon könnten wir Fazit vielleicht zum Spiel. Also es ist auf jeden Fall schwer. Ja. So, was politische denn? Übersicht. Ich glaube, die Dynamik ist eine andere als in Crusader Kings. Du hast es im Vergleich als kleines Volk ein bisschen schwerer. Was will Deutschland? Sowieso. Sieht man, wie groß und mächtig Deutschland irgendwo ist? In der Rangliste vielleicht. Weil ich bin gerade im Überlegen, ob ich mich bei Ungarn einschleimen soll und ihnen im Krieg gegen Österreich helfen soll. Also Deutschland ist Nummer 1 auf der Rangliste weltweit. Okay, das ist dann vielleicht doch keine so gute Idee. Wo ist Ungarn? Ungarn ist aber auch irgendwie, weiß nicht, es wird ja nicht ranglistenmäßig, aber Ungarn hat 3.700 Ruhm und Deutschland 4.400. Nee, Ungarn hat mehr als 3.400. 1700 meine ich. Ungarn hat um die 11.000, die sind ja gerade an mir vorbeigelaufen. Ich mein Ruhm. Ach so. Nee, ich kann mein Land nicht zurückverlangen, glaube ich. Ich mache mal einen Anspruch auf Paris. Und ich habe gerade Paris eingenommen. Lol. Das ist aber wirklich cool mit den Daumen bei den Rittern. Das heißt, die sagen halt dann auch das, was zu ihrem jeweiligen Stand gehört. Das heißt, du brauchst einen Ritter. Er sagt auch, das ist ja auch total cool, die beziehen sich sogar Verfügung zum Teil auf Sachen im Spiel. Zum Beispiel hier, mein General sagt, sie müssen sich aus den Provinzen zurückziehen, in denen unsere Untergebenen leben. Dann können wir reden, Deutschland unterstützen, weil die ja noch meine Stadt haben. Genau, recht hast du. Wo seht ihr das? Erklärt mir das nochmal. Wenn du ein Event hast, dann deine Ritter oben. Kaufmänner sagen dann Daumen hoch oder Daumen runter, was den Kaufmannsstand beeinflusst und so weiter und so fort. Während des Events. Genau. Wenn du das offen hast. Das ist eigentlich ganz cool. Meint ihr die Charaktere oder der Stand da oben? Die Charaktere oben. Ah, okay. Ich habe einen Gameplay-Freeze anscheinend gerade. Meine Facecam läuft aber noch. Wie kann das denn passieren? Wartet mal. Okay. Wir kämpfen uns zurück ins Leben. So. Augsburg und Innsbruck. Das klingt nach Bereichen, in die wir uns bewegen könnten. Aber ich bin halt mit Tirol echt gut befreundet. Also ich glaube, der wird das nicht so toll finden. Paris bekommen. Wie? What? Bekommen? Lecko funny, ey. Weil du da eingeheiratet hast, weil oder was? Weil ich da eingeheiratet habe und ich habe einfach mal gesagt, so Anspruch geltend machen? Okay. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was der Rest von Frankreich dazu sagt. Naja, würden sie nicht dazu. Ich auch. Hätten sie Krieg erklärt. Ich glaube, das ist so eine Anfrage. Entweder sagen sie ja oder es gibt Krieg. Ja. Ja. Ich hab mal ja gedrückt, aber ich glaube, die finden das erstmal nicht so geil. Aber die haben gerade Krieg gegen Deutschland, eine Rebellion und so. Das, ja, also ich find's nur etwas allmählich. Die Punktzahl, Sepp hat irgendwie dreimal so viel wie wir anderen. Ja, aber du weißt, sobald du Krieg hast, kann. Also heute, ich hatte vorhin, als ich Krieg hatte, war ich auf 400 oder 300 runter, ne? Also. Das ist interessant. So. Leute, ich will jetzt eine zweite Armee. Wer ist denn der Nachfolger von König Bela? Ganz wilde Geschichte, aber... Ach, der hat auch nur Töchter bekommen, ne? Interessant fand ich das. Das ist ganz gut. Ich hoffe, wenn Ungarn jetzt gleich stirbt, dass ich mir dann vielleicht, also der alte Herr, dann kann ich mir Ljubljana vielleicht doch nochmal wieder unter den Nagel reißen. Also ich meine es befreien.
Und befreien, ja, ja. ja. Es ist ja wirklich meins gewesen. Es war ja wirklich meins, ne? Also muss man ja sagen. Ich bin ja da moralisch voll auf deiner Seite. Also. Ja, gut, gut. Ich bin noch überlegen, ob ich jetzt vielleicht mal bei Raas irgendwann einmarschiere. Jetzt habe ich zwei Armeen, das könnte funktionieren. Ich weiß auch gerade nicht, wo deren Armeen sind. Die sind in der Stadt wahrscheinlich, ne? So. Bin ich bereit, meine drei Söhne oben aus der Liste rauszustreichen? Noch nicht wirklich. Meine drei Brüder, meine ich. Meine drei toten Brüder oh, das ist habe ich immer noch oben in der Liste drinnen. Und ich war noch nicht bereit, sie da rauszustreichen. Wir wollen den Krieg nicht verlieren, vergessen. Die königliche Familie. Den wir mit Ungarn geführt haben. Total perplex. Ich bin sogar im Krieg mit Frankreich zusammen. Immer noch gegen England. Was macht man eigentlich mit seinen Rebellenanführern, die man gefangen genommen hat? Die kannst du entweder in ein anderes Land hetzen oder sie, ich glaube, köpfen und dann kriegst du Stabilität. Kronautorität sogar. Ja, aber dann mögen die kulturellen Stände dich diplomatische nicht, Botschaft ja, es hängt immer, von der Situation ab zum Teil. Manchmal finden es die Adligen geil, die Bauern nicht und so. So, Leute, ich probiere es jetzt. Krieg gegen die Champagne. Eine Rebellion, mega. Das könntest du auch noch probieren, Sepp. Hast du schon Diplomaten eingestellt? Ich habe einen Diplomaten, ja. Bei der sollte ja auch helfen, dass die Leute dich mehr mögen. Deine eigenen, meine ich. Ah, dann musst du den bei dir anmal. Du kannst den auf Meinungen verbessern stellen. Damit kann er die Meinung der verschiedenen sozialen Gruppen in unserem Königreich zur Herrschaft unseres Herzogs verbessern. Ah. Verdammt, Frankreich unterstützt tatsächlich die Champagne. Das hatte ich erhofft, dass sie es nicht tun würden. Aber Frankreich hat ja auch Krieg gegen Deutschland. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Und Frankreich hat auch noch Paris verloren an Sepp. Und kämpft gegen England. Komm, vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Wir schauen einfach mal. Kann ich nicht Ungarn irgendwo anders mit meinem Dings da auswählen? Wen soll ich überzeugen? Wir wollen Beziehungen verbessern. Ah, Ungarn, jetzt ist es ausgewählt. Ich werde viele neue Freundschaften schließen. Ey, wenn Deutschland mich unterstützt, will es dafür ganz Luxemburg haben. Tut mir leid. Du hast doch noch ein Land von mir. Was willst du jetzt meins? So, jetzt warten wir ab, ob Frankreich jetzt kommt. Majestät, wir haben eine Verbesserung abgeschlossen. Jetzt will Deutschland, dass ich ihnen helfe, aber ihr wollt mir nicht helfen. Nee. Das ist der Klassiker. Ja. Sie wollen zwar was, aber du kriegst nichts dafür. Ich habe nach meiner Ankunft gut, aber ich glaube, Raas ist ein bisschen überfordert gerade. Ich weiß auch nicht, ob Frankreich unbedingt kommt. Ja, Frankreich hat ja gerade Stress mit England. Ich weiß nicht, ob die so in der Lage sind. Frankreich ist richtig am Arsch. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht für mich. Da werde ich jetzt Dankeschön, Mate bei Tom, für die 4 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Also, du kannst dir gerne Südfrankreich holen. Ich würde mir dann hier das Nördlichere von mir holen, ne? Ich finde das gut. Wissen die Leute schon, dass ihr sie so aufteilt? Ich frag nur. Also, gerade will ich mir die Champagne holen, weil sie direkt bei mir ist, genau. Achso, okay, das ist dein Plan. Und danach können wir gerne gucken, wie wir es uns irgendwie aufteilen. Du kannst auf jeden Fall Calais haben, weil das ist ja dann und Rouen, das ist ja dann, verbindet ja dann also Paris mit deinen Ländereien. Ja, genau. Und vielleicht hole ich mir irgendwie Dijon oder sowas. Burgund sieht doch ganz gut aus. Burgund ist auch, ja. Wir schauen einfach mal. Erst muss ich jetzt mal gucken, ob ich Mondkatze für die 10 Monate. Dankeschön. Ja, genau. Aber bis dahin sieht es gut aus. Die haben anscheinend nur eine Armee. Weiß ich gar nicht, was das bedeutet. Das sind Kreuzzüge. Das heißt, ich habe meinen Zeitpunkt wohl gewählt und Frankreich ist im Stress mit England. Deswegen, und ich mache auch gerade ganz gut Profit, mein Volk mag mich. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht hier gerade. Langsam wird, meinst du? Langsam wird, wenn auch sehr langsam, ja. Aber ich muss jetzt erstmal diese Burgen hier holen. Dann mache ich jetzt auch mal ein bisschen den Plünderer. Das haben die jetzt auch mal verdient, diese KI-Schweine. Nach allem, was sie mir angetan haben. Ich bin immer noch gespannt, ob Deutschland irgendwann zerfällt, weil der lädt sich schon einiges an Kriegen auf, habe ich den Eindruck. Ja.
So, also hier bin ich jetzt erstmal ein bisschen am... Mal schauen, ob die es noch leisten können, noch eine Armee. Wenn sie zwei Armeen haben, wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt haben wir direkt die nächste Rebellion. Ich renne hier von einer Rebellion zur nächsten ja, einfach. Ich auch. Was ist denn hier los? Wir ringen einfach alles nieder. Vielleicht hast du etwas zu viel erobert. Das kann natürlich passieren. Ja, aber meine eigenen Ländereien fühlen sich Deutschland mehr zugehörig. Das ist doch total dumm. Mein Wissen ist gestiegen. Ja, aber das was Pia meinte, Meinung verbessern. Nicht mal ich kann das tun. Lasst uns Handel treiben. Das war doch treiben. Ein guter Tipp von Pia, glaube ich. Ja. So, ich brauche eine größere Schatzkammer. Das ist absolut Oh Gott, jetzt kommt hier Frankreich. Verdammt. Möglicherweise müssen wir uns jetzt gleich zurückziehen. Aber gucken, ob der überhaupt kommt. Oh nee, verdammt. Jetzt hat die Champagne hat noch zwei weitere Armeen. Die waren irgendwo in England und kommen jetzt zurück. Ach Mist. Ich dachte, ich schaffe das. So. Okay, dann müssen wir jetzt hier die Belagerung aufheben. Finanzierung des Kreuzzuges. Wieso wollen die immer mehr Geld von mir haben? Komplexes. Okay, jetzt haben wir hier einen Standoff anscheinend. Was macht ihr jetzt? Ich warte gerade nur drauf, dass Ungarn endlich seinen Herrscher verliert. Dass der endlich stirbt, der alte Greis. Ich fühle mich wie bei Crusader Kings 3, wo ich dann anfange, drüber nachzudenken, wie man helfen könnte, dass er schneller stirbt. Die Meinung unserer Bauern ja, ich meine, Spione gibt es ja auch. Wurde abgeschlossen. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Eine diplomatische Botschaft erhalten. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen ein Mexican Standoff mit der Champagne. Scheiße, jetzt plündern die mich. Wen soll ich überzeugen? Ich kämpfe noch. Das okay, Deutschland ist wirklich. Vielleicht später. Wenn sie mich. Wenn ich ihnen helfen soll, wollen sie Luxemburg haben. Ein bisschen Gift ins Essen mischen, ja, ich. Also. Ich tue mein Bestes. Das schwöre ich. Alter, wir haben sogar Elite-Truppen jetzt hier. Mensch. Dankeschön, Tierstadt Café, für die 29 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Also im Moment ist es echt wild, was Rebellion angeht. Ja, komm, dann richten wir mal hier so einen hin. Hinrichten im Sinne von töten, oder? Ja, ein so ein Rebellenanführer. Ja, das lohnt sich richtig. Exempel statuieren. Ich mach das, ist, glaube ich, jetzt. Was meinst du, was lohnt sich? Ja, die Rebellen hinzurichten. Das powert halt die Kronautorität hoch. Und für die zahlst du sonst ja irgendwie unendlich viel Geld. Ich mach das auch mal, ja. Unser das meint Diplomat halt, hat unsere Beziehungen verbessert. Der Klerus findet es halt nicht so geil, tatsächlich. Aber der Klerus hat bei mir eh schon minus 10. Und das ist dann egal, weil weiter als minus 10 geht nicht. Das stimmt. Du glaubst, ja, dass minus 10 nicht geht? Weiter als minus 10 nicht geht mit, ja. Mit Freundschaften oder was? Oder nee, was? Mit Klerus, also mit deinen Leuten. Ach so, ich dachte, du meinst gerade die Einstellungs-, Beziehungseinstellung. Und ich schaue da gerade runter und bin auf minus 762 mit Ungarn. Mal so. Nee. Wir jetzt gerade mal, ob vielleicht. Ich probiere das jetzt mal mit diesem Rebellion in einem anderen Land. Okay, die ist. Ich sterbe für mein Königreich. Ist zwar aber das geht möglich, nicht. Aber ziemlich schwach. Ich habe ihn jetzt in die Champagne geschickt. Was machst du denn da? Ach, du greifst gerade Reims an. Laufen. Ich hab das mal getestet, okay. Wenn du einen Rebellenanführer in ein Gegnerland schickst. Der kriegt dann aber leider eine recht schwache Armee. Und da standen halt schon drei, aber ich wollte das mal sehen, wie effektiv das ist. Aus irgendeinem Grund hat halt hier Reims. Ne, ja, also das würde ich nicht angreifen. Da laufe ich gerade durch, um meine Rebellion niederzuringen. Ja, als ich da reingegangen bin, hatten sie nur eine Armee. Und dann kamen aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, was das hier ist. Also 10.000 würde ich jetzt nicht ja, so. Die haben fünf Armeen, ja. Wie unterhalten die denn was bitte mit einem Bauernhof? Gute Frage, ey. Ja, mein Herr. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Scheiße, hat er wirklich geschafft.
Ach gut. Ausgeglichen? Oh, das war doof. Hätte ich mal doch die Verstärkung vorher geholt. Mist. Vielleicht kann ich jetzt hier mal, Moment. Okay. Derweil. Schaffe ich Augsburg ich alleine? Mit meinen Armeen da rein. Ausgeglichen ist aua. Naja, die Schlacht ist gleich vorbei. Schade, hätte ich ein bisschen schneller machen müssen, dass ich derweil eine von den kleinen Armeen abfische. Politische Übersicht. So, wer ist denn noch ein Geld? Holy shit. Wer ist denn noch hier? Also Deutschland. Meine Truppen ist ein warten. Feind von Raas und aber Deutschland will halt nicht. Deutschland will mir nicht helfen. Oh Gott, Bayern hat ja einen Pakt gegen mich mit Deutschland, Tirol und Österreich. Ach, als ob. Die haben echt einen Verteidigungspakt gegen mich. Warum? Wieso? Diese ganzen Armeen hier, das ist schlimm. Warum hat der so viele Armeen? Ich mach einfach. Oh. Ich tue jetzt mal Deutschland sagen, ich helfe euch gegen Venedig. Haben sie da vielleicht, ist das dann die nächste Rebellion? Das gibt's doch nicht. Ich renne nur von Rebellion zu Rebellion. Das ist doch jetzt nicht dein scheiß Ernst. Ist überhaupt dieser Krieg gegen Venedig? Warum habt ihr den immer noch? Und dann kann ich vielleicht schnell mit Venedig irgendwie einen Sonderfrieden unterzeichnen. Ah, nee, will er noch nicht. Okay, es ist Deutschland ist es ganz gut dabei bei Venedig. Vielleicht schaffen die das schnell. Die Armeen von Raas sind übrigens keine Bauernmilizen, weil das im Chat gesagt wird. Das sind alles Truppen tatsächlich, gute Truppen. Teilweise auch schon aufgelevelt. Ja. Der hat einfach über Zeit meine Truppen viele Truppen gebaut. Das lass kann ich ja auch weiter auffüllen und ruhen. Dann haben wir noch mal einen dritten Marschall. Oh, ich habe so einen krassen Armbrustschützen. Geil. Okay. Cool, ja. Ich bin literally, ich kann Österreich nicht angreifen, weil Übersicht. Österreich ist auch in diesem Verteidigungspakt, den quasi Bayern mir gegenüber gestartet hat, während ich von Ungarn überrannt wurde, weil das auch, Scheiße. Weil ich auch von mir definitiv ganz viel Gefahr ausgeht. Ich kann halt nichts angreifen. Ich kann Deutschland nicht angreifen, weil Deutschland ist zu stark. Ich kann Ungarn nicht angreifen, weil Ungarn ist zu stark. Ich sitze genau dazwischen. Wir Bayern um die hat einen Pakt Prinzen gegen kümmern. Mich. Mit Tirol bin ich befreundet. Österreich ist in dem Pakt gegen mich. Das heißt, ich muss halt nach Genua runtergehen, wenn ich irgendwas angreifen möchte. Es macht auch keinen Sinn, Bosnien anzugreifen. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Ach, das ist alles scheiße, wirklich. Das klingt aber auch wirklich nicht so geil. Aber wenn ich jetzt das mit den Rebellen hier mal in den Griff kriegen würde. Nee, wir können auch Bayern nicht angreifen, weil Bayern hat mit Deutschland ein Bündnis. Wenn ich es angreife, mischt sich Deutschland ein. Deutschland ist wirklich ein Problem, Leute. Nein, Ungarn. Und ich sitze zwischen Ungarn und Deutschland. Was passiert eigentlich, wenn ich Schwaben angreifen würde? Alter. Was ist euer Wunsch? Wie ihr wünscht. Wird gemacht. Schwaben mag endlich mich tatsächlich. Zu Hause. Die Meinung unserer Armee hat sich verschlechtert. Wir gehen jetzt hierhin, die platt machen. Meine Truppen warten. Ich bin auch gerade. Ich bin sitze etwas fest. So, ich müsste irgendwen noch auf Raas werfen. Aber es ist niemand da. Schwaben, wie wär's mit dir? Ist es so viel stärker, bessere Truppen zu haben? Weil ich habe jetzt 2500 Leute in meinem wie Ding, lautet euer aber Befehl? Alles jetzt keine Bauern mehr. Damit ich glaub, kann das ich hilft dann gegen schon. 5000 Bauern competen, oder was? Ja, das ist schon deutlich stärker, glaube ich. Meine Truppen warten. Okay.
Aber gut, 5000 Mauern ist auch eine Hausnummer. Ja, also jetzt, um mal einen Vergleich zu haben, weil ich jetzt noch nicht so ganz den Vorteil ganz sehe, viel von Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Da irgendwie das so weit auszubauen. Noch. Ich komme halt nicht mehr, ich kann halt nichts mehr wir machen. Wir haben die Beziehung zu einem anderen Königreich verbessert. Ja, wir verbessern halt jetzt schön, unsere... Dankeschön, Steinwallen. Dadurch, dass ich Mineralien von dir importiere, kann ich mir jetzt hier was ausbauen. Ja. Der Handel lässt alle profitieren. Dass ich halt auch nur von Provinzen umgeben bin, die haufenweise Burgen haben. Ich kann halt nicht mal ein bisschen was plündern oder sowas. Ich kann auch keinen Neonier nicht angreifen. Aber ich könnte hier mal ein Dorf plündern. Ich kann das Nahrungsproblem nicht lösen, weil aber ich nur ein Gebiet habe. Ich kann das Nahrungsproblem nur lösen, indem ich ein zweites Gebiet einnehme. Ich kann nichts machen. Ich kann keine schwere Pflüge bauen. Oh, und ich kann keine neuen Gebäude mehr bauen, weil dafür brauche ich 4000 Gold. Ich kann nichts tun gerade. Ja, die haben irgendwas verloren, ich glaube an Polen oder an Ungarn. Mhm. Und jetzt habe ich die Chance gewittert. Wen? Gegen Böhmen. Ah ja, Böhmen hat gegen Ungarn alles verloren, dass sie versucht haben, mich zu unterstützen. Ja, das ist gut. Freut mich. Danke. Die Welt steht euch zur Verfügung. Angreifen. So, ich habe gerade Kent dazu gebracht, dass sie mich gegen die Champagne unterstützen. Mal schauen, ob sie das machen. Aber England mag mich immer noch nicht. Ich verstehe das nicht. Sein Kent angreifen? Kent ist doch nur ein Land groß. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Böhmen bittet mich gerade um Hilfe gegen Meißen. Nicht? Kennt und? Nee. Boah, jetzt bin ich in haufenweise komischen Unterstützerkriegern. Ja, ich auch gerade. Richtig räudig. Also Frankreich und England geben sich richtig auf die 12. Ja. Übelst heftig. Warum kann nicht die Champagne mal irgendwie gegen England helfen und ich nutze es dann aus? Ich bin nun begabt. Das wäre doch mal gut. Okay. Kann ich... Oh, Verbindung getrennt. Oh, Sepp ist raus. Du müsstest tatsächlich einfach wieder reinkommen können im Multiplayer. Der speichert... Ja, also der sieht. Meine Güte, ist das aufreibend. Ja, wirklich! Politische Übersicht. Was passiert hier die ganze Zeit? Also gerne auch in den Communities. Hier wird sich schon mobilisiert, um selber Community-Matches zu starten. Ich glaube, also erneuter Verbindungsaufbau passiert jetzt nicht. Meintest du, ich müsste einfach reinjoinen, oder was? Du müsstest einfach reinjoinen können im Multiplayer. Die Kampagne solltest du noch im Menü sehen sogar. Ja. Lobby beitreten. Dann als Sachsen. Chat wird gerade Kampagne gesagt, kann erst starten, wenn alle Spieler in der Lobby sind. Ah, okay. Bei mir steht, ihr seid offline. Klingt nach einem Steam-Bug. Ja, aber das Spiel ist ja gespeichert, ne? Also das war ja super, wir hatten das ja getestet. Ich guck mal, was Steam zu mir sagt. Steam sagt, ich bin zumindest online und ihr seid auch online. Das Spiel läuft. Müsst ihr? Sepp hostet aktuell die Kampagne. Nee, ich glaube, sonst hoste ich das dann. Also ich kann quasi den Speicherstand starten und laden. Ah, okay. Möglicherweise muss ich speichern und einfach nochmal neu genau, aufmachen. Genau, ich glaube, das ist es. Das kann ich aber gerne machen. Weil sonst hoste ich, glaube ich. Das können wir machen. Moment. Also gehen wir alle ins Menü, ne? Ja. Genau. Dann gehe ich in den Multiplayer. Ich sehe die Kampagne hier noch und ihr seid mir noch alle angezeigt. Wenn ich jetzt Lobby betreten mache, versucht mal, ob ihr jetzt alle reinkommt. Ihr müsstet eigentlich nicht mal den Code brauchen, sondern
Das merkt sich das Ding als eigenen Feldzug, was tatsächlich ganz cool ist. Das finde ich ein sehr sehr schönes Komfort-Feature. Betreten, jetzt wieder drin, ja. Wieder genau. Der Host. Ich glaube, bin ich bei dir drin? Nee, ich glaube nicht. Ja, dann hast du die falsche Lobby gewählt. Also da steht dann. Ich habe oben halt. Ich kann eine Lobby suchen oder halt die Kampagne weiter spielen. Kampagne von Maurice. Warte mal, ich gehe nochmal raus. Komisch, mal Steinwallen ist wieder reingekommen, sonderbarerweise. Ich gehe nochmal zurück. Also bei mir steht große Kampagne, 6.12. Genau, und da kann ich draufklicken und dann Lobby beitreten drücken. Genau. Mhm. Und oben schlüsse Maurice bestehen als der Inhaber der Kampagne ist. Genau. Ja, Pierre. Inhaber, ich bin Host, aber also hinter meinem Namen steht das Zahnrädchen. Das ist total komisch. Ja, seid bei mir auch offline, wenn ich das richtig so sehe. Okay, also Shrioka ist auch drin. Ich meine, ich kann mal versuchen, ob ich dich rausschmeiße. Ich kann einfach auch nochmal rein joinen mit dem Lobbycode. Oder so, ja. Ich glaube, das geht nicht mehr. Ich kann den auch nicht mehr kopieren, weil die schon gestartet ist, die Kampagne. Ist ja egal, der steht ja in unserer Gruppe. Gerne. Let's try. Ihr seid dieser Kampagne bereits beigetreten. Warum ist Österreich eigentlich gegen Pia? Die Kampagne ist aktuell offline. Nee, warte mal, ich starte einfach das Spiel neu. Okay, das nochmal erstmal. Weil die alle plötzlich gegen mich. Also ich verstehe es auch nicht. Ich war sowohl mit Österreich als auch mit Böhmen, als auch mit Tirol und mit Bayern verbündet. Dann hat Ungarn mich angegriffen und alle haben sich in einem Verteidigungsmodus gegen mich gesetzt. So, ich weiß nicht genau, warum. Ich weiß nicht, was ich getan habe, dass sie sich alle gegen mich verbündet haben. Ich verstehe es nicht, weil ich habe literally niemanden angegriffen. Ich weiß es nicht. Kein Plan. Aber ich fühle mich auch gerade, als wäre ich ein bisschen in die Enge gespielt worden hier.